So, wir werden dich Geist heute mal teilhaben lassen. Ich rede zuerst einmal normal. Volker hat jetzt die zwei Farbenspiele von mir zusammengepackt in eine Datei, da arbeitet er noch dran. Und das gehen wir jetzt dann durch, aber bevor wir das uns gemeinsam anschauen, und auch hier sage ich wieder, ich erkläre es jetzt nur, alles, was ich erkläre, erkläre ich den Geist, dass ich jetzt dieses Gespräch ausdenke. Das ist eine elementar wichtige Erkenntnis, dass du erkennst, du Geist erkennst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ich kann nur tausendmal sagen, das, was du jetzt erfahren darfst aus dir selbst, hat nichts mit irgendeinem religiösen oder esoterischen Geschwätz zu tun und schon gar nicht mit einem vollkommen geistlos nachgeäfteten naturwissenschaftlichen Wissen. Ich bin in dem letzten, sprich in dem vorhergehenden, nicht chronologisch denken, sondern hierarchisch denken. Genau in dem vorhergehenden Selbstgespräch habe ich das relativ in 45 Minuten auf den Punkt gebracht. Um was sich alles dreht, nämlich um dich selbst. Um den Geist, der ein Gotteskind ist. Und schon, wenn man das Wort Gott ausspricht unter normalen Menschen, wird man nicht mehr für voll genommen, weil ich immer wieder darauf hinweise, das jetzt bewusst ausgedachte letzte Jahrhundert hat die Menschheit vollkommen entheiligt. Die Religion genauso wie die Naturwissenschaft. Da gibt es keine Schuldzuweisungen. Um gleich auf die Schuldzuweisungen etwas genauer einzugehen. Diese große Frage, wer ist schuld? Wir bleiben mal ganz kurz in dem jetzt bewusst ausgedachten Drama von Corona. Eine Endzeit, wo sich sehr, sehr viel zuspitzt, nämlich diese einseitige Rechthaberei, ein Erzeugen einer panischen Angst, dass man seinen Körper verlieren könnte durch eine Krankheit oder durch einen Krieg oder durch irgendetwas, durch die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit der Menschen, die du dir jetzt ausdenkst aufgrund dieser Worte. Wenn du auf der Brüsselebene, und ich sage jetzt, du denkst jetzt dich als Mensch, blau gelesen als Trockennasenaffe, als Affe unter Affen, und du versuchst auf dieser Brüsselebene zu kommunizieren, mache ich mal folgenden Vorschlag. Ich würde jetzt sagen, bevor wir die Diskussion beginnen, und jetzt spreche ich dich, genauer dich, der du eine Maske trägst, die in einem gewissen Maß ein intellektuelles Filter darstellt, dass du jedes Wort, das du hörst, sofort zu einer Vorstellung machst oder das extrem einseitig interpretierst. Ich würde jetzt eine Diskussion, und ich muss hier schon wieder sagen, ich zuck bei dem Wort Diskussion, weil ein Diskursus ist ein Kampf um einen Standpunkt. Da bin ich lang und breit darauf eingegangen, darum sage ich, dass wir erst gar nicht um Einseitigkeiten kämpfen. Ist jetzt das richtig oder ist das richtig? Eine Kategorie 2 Frage, die vollkommen sinnlos ist. Ich mache mein Standardbeispiel, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Beides. Ist Wetter eigentlich schönes Wetter, Sonnenschein oder Regen? Was ist besser? Frag einen Bauern, der sagt Blödsinn. Oder in einer komplexeren Form, darum wiederhole ich immer dieselben Beispiele, dass du irgendwann einmal wirklich verstehst, was ich dir mitteile. Ist jetzt eigentlich eine Wohnung, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Bad? Du erkennst an diesen kleinen Beispielen, dass ein Kampf um Standpunkte, das eigentliche heilige Ganze, das im Hintergrund liegt, vollkommen entheiligt. Ganz nebenbei, wenn du das Wort heilig hebraisierst, ich nenne hebraisieren, dass wir statt diesen unseren lateinischen Buchstaben hebräische Zeichen hinschreiben und man kann ja das von rechts nach links und von links nach rechts lesen. Das funktioniert mit allen Worten der Welt, weil du im Hintergrund eine göttliche Matrix hast, von dem deine Welt nichts weiß und auch nie was wissen wird, weil Welt sind ständig wechselnde Informationen. Dieser polare Rand, wenn man das Wort Welt hebraisiert. Wenn wir heilig machen, dann sprechen wir, achte genau auf meine Worte, heilig. Und wir machen jetzt einfach die Buchstaben H-H-H-I-L-I-G, heilig. Und jetzt spiegeln wir das und wir lesen es von rechts nach links, dann kriegst du Gil, ja. Und wenn du jetzt in einem Wörterbuch nachschaust, das heißt die Freude Gottes. Weil Gil heißt Freude und ja von dem Hai, ja, rückwärts gelesen, das ist Gott, die Kurzform von Gott. Wir können natürlich auch, wenn ich sage, alles befindet sich hier, können wir aus dem Hier ein Reihe machen.
Und dann kriegst du den Spiegel, eine Spiegelwahrnehmung. Im Kopf des Schöpfergottes. Das heißt, dieses Deus Deutsch Ivri verbindet sich lückenlos. Das ist ein arithmetisches System gleich einem Computerprogramm und das ist der Matrix-Codus Holophili. Aber ich habe schon wieder zu weit ausgeholt, wenn wir auf einer Diskussion sind und die streiten wir jetzt, sondern auf ein geistreiches Gespräch, würde ich jetzt zuerst einmal sagen auf der Brösel-Ebene, lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist, dass wir erst gar nicht in Versuchung kommen, um Einseitigkeiten zu diskutieren. Und wenn du ein Gespräch so beginnst, wird das, sage ich dir mal, so denke ich mir das jetzt, wird jedes Gegenüber, jeder normale Mensch wird das einmal bejahen, weil er ja auch meint, was soll man von Hirngespinste reden? Lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist und dann kommt es erst gar nicht zur Streiterei. Was natürlich der normale Mensch nicht weiß, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass 99,99 Bündchen, sage ich in den letzten Selbstgesprächen, all der Glaubenssätze, die du bis dato als 100% sicher bewiesen angesehen hast, man nicht einmal überprüfen kann, wenn man wollte. So, und jetzt befinden wir uns in den Lebensbereichen sogenannter normaler Menschen. Alles, was du als hundertprozentig sicher ansiehst in Bezug auf Mikrokosmos, Makrokosmos und Vergangenheit, die du nicht selbst erlebt hast, wo du nicht anwesend warst, hier und jetzt gedacht, die du nur vom Hörensagen kennst, kannst du nicht überprüfen. Es ist blinder Glauben. Da gibt es dann so Bücher, die gefälschte Geschichte, das lässt sich alles wegwischen. Es gibt keine richtige und keine verkehrte Geschichte, das sind einfach nur Gedankenwellen. Und ob das richtig oder verkehrt ist für dich, hängt davon ab, was du glaubst. Und was du glaubst, ist zu 99,99% einfach nur geistlos nachgeäfftes Wissen, das du nie mehr in Frage gestellt hast. Und das ist immer dieses Beispiel mit der Computermetapher. Wenn ich jetzt einen Computer nehme, das ist das Symbol für ein menschliches Gehirn, ist der Computerchip. Und ich programmiere jetzt das erste Programm, das ich einprogrammiere, über die Logik für diese Maschine, der Mech Animus. Und alles, was jetzt neu eindringt in dich, vergleichst du mit dem ersten Wissen, das du bekommen hast. Das erklärt sich so schön mit dem Schwamminhalt. Du bist jetzt als Trockennasenaffen, der in einer gewissen Kultur, in einer gewissen Zeit, ob das das Mittelalter ist, ob das das 18. Jahrhundert ist, ob das das 21. Jahrhundert ist, du wirst groß in einem gewissen Land, in einer gewissen Kultur und du saugst dich mit dieser Sprache voll, du lernst diese Sprache. Du kriegst einen gewissen religiösen Hintergrund eventuell, je nachdem, in welcher Familie du großgezogen wirst. Die Babys sind jetzt austauschbar. Und dann baust du als mit deinem Gehirn in dieser Art und Weise baust du Vorstellungen auf und hast ganz klare Vorstellungen von richtig und verkehrt. Und jetzt reduziere ich das wieder mit Holofeeling, weil ich ja nur mit dem Geist rede, der jetzt träumt. Dass deine Informationen siehst bloß du. Wiederholt es immer und immer wieder, wenn ich sage, Kat, was ist jetzt da? Wenn du was siehst, muss es eine Information von dir sein. Dem wird nicht einmal ein Arzt widersprechen. Kein Naturwissenschaftler widersprechen. Was auch immer Informationen sind und wo die sich abspielen in deinem Gehirn, wird es jetzt sagen, in meinem Kopf. Das sind aber alles Dinge, die erst dann existieren, wenn du das denkst. Ich sage immer, das ist unheimlich logisch, aber es ist nicht besonders geistreich. Ich reduziere das jetzt einmal in einen absoluten Cut, dass wenn du erkennst, dass wenn du dich selbst beobachtest und du hast einen ständigen Wechsel deiner Informationen, gleicht dir dich, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder ob das jetzt mehr oder weniger von dir bewusst gedachte Reaktionen sind auf Informationen. Es ist diese 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt, dass diese Energie in der Einsteinform ist. Mit Holofeeling verschmelzen sämtliche Religionen und sämtliche naturwissenschaftlichen, physikalischen und chemischen Gesetze, die du zurzeit sehr, sehr rudimentär in dir vorfindest, wenn du in dein Internet gehst, zu einer vollkommenen arithmetischen Einheit. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Und ich kann immer wieder nur von vornherein sagen, es geht hier um unendlich viel Wissen, aber bei Holofeeling selber geht es nicht um viel Wisserei, sondern es heißt um die Frage, was bin ich selbst und was sind meine Informationen. Und darum ist, du musst hundertprozentig sicher. Und das nehme ich sehr ernst. Ich betone es immer wieder. Du lebst zurzeit in einer Traumwelt, wo die Antagonisten in deinem Traum die große Masse, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich sage dir, diese Ausnahmen sind alle
ohne Wenn und Aber schon mit Holophilien in Kontakt getreten und haben sich damit in sich mit dieser Lehre auseinandergesetzt. Die wissen nicht einmal, was 100% sicher ist. Das ist das, was ich jetzt nochmal wiederhole. Solange du nicht einmal weißt, was 100% sicher ist, du lebst in einer Welt, wo jetzt ausgedachte Menschen sich Nobelpreise verleihen, die bewundert werden und die so unendlich dumm sind, dass sie nicht einmal erkennen, was 100% sicher ist, weil weit nahezu alles, was sie als hundertprozentig sicher bewiesen haben, sind, kann nicht einmal überprüft werden, wenn man wolle. Das ist alles, was man nicht sehen kann in dem mesokosmischen Bereich. Das kann man auch nicht entdecken. Man kann keine Wassermoleküle oder Atome entdecken. Und ich betone immer wieder, das hat natürlich einen unendlich tiefen, symbolischen Sinn. Das ist jetzt so die Kleinigkeit, wenn du jetzt am Computer sitzt und ich wiederhole nochmal ein Beispiel von dem Vorhergehen, sprich hierarchisch tiefer liegenden Selbstgespräch, dass ich sage, wir denken jetzt uns einmal, das muss ich jetzt voraussetzen, weil es ist immer heute und heute kann hell oder dunkel sein, je nachdem, ob du sagst, ich bin jetzt in der Tag-Hälfte oder in der Nachthälfte. Da siehst du schon, dass ein Tag eigentlich schon wieder zwei Hälften hat, nämlich hell und dunkel. Das nennst du Tag und Nacht. Wo ich sage, auch die Liebe hat Lieben und Hassen. Die können untrennbar zusammen. Es ist ein allereinziger Tag. Also wenn du jetzt in der hellen Hälfte bist und ich sage jetzt ganz, ganz gezielt, du denkst jetzt einmal an deine Augen, ich sage immer, das symbolisiert nur eine VR-Brille, da kommen wir jetzt dann gleich dazu im Farbenspiel und du schaust jetzt aus dem Fenster. Und ich frage dich, wo sind jetzt die Sterne? Was würdest du antworten als normaler Menschfolger? Ich nehme jetzt einmal das Folgerprogramm, nicht Holofeeling nehmen. Du bist Die sind nicht da. Also momentan sind sie nicht da. Ich kann sie nicht sehen. Ja, aber die sind doch trotzdem da, oder? Als normaler Mensch. Ja, also sie sind nicht sichtbar. Als Gedanke im Hintergrund aber. Das ist ganz definitiv, wenn ich jetzt frage, wo sind jetzt die Sterne, wenn es jetzt bei dir hell ist? Die Antwort ist ganz einfach. Die sind hier und jetzt in meinem Kopf, weil ich sie denke. Und zwar denke ich die, weil ich das Wort Sterne gehört habe. Mhm. Schon die Frage, wo sind jetzt die Sterne, ist zumindest das Wort Sterne da. Immer dran denken, im Anfang war das Wort. Was jetzt noch viel interessanter wird, weil ich erzähle dir etwas, ich betone das immer wieder so, dass du feststellst, dass diese Worte ja, dass das ja nur ein Geräusch ist, wenn man das hinschreibt, siehst du natürlich dann Buchstaben, Schriftzeichen und das sind auch Zahlen. Das ist nur, dass man erahnt, ganz leicht erahnt, dass es hier wirklich um Arithmetik geht. Ari, die Arier, ist ja beim Hitler, bei unserem Freund Hitler ist ja das so gegangen, die Arier, da bist du aber sofort wieder Rechtsradikaler, wenn du das aussprichst. Das ist immer diese einseitigen Definitionen mit Gut und mit Böse. Das musst du dir vollkommen abgewöhnen. Darum sage ich, ich rede jetzt mit einem Geist und du wirst bis in alle Ewigkeit leiten, bis du das checkst. Das Einzige, was ich dir garantiere, wenn du mich jetzt reden hörst, bist du ewig. Du bist ewig, auch wenn du es nicht wahrhaben willst, weil du noch massiv dich verwechselst mit dem Affen, mit dem sterblichen Säugetier, an das du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst, an den aktuellen Körper. Also gut, diese Sterne, die sind jetzt hundertprozentig sicher deine Information. Aber die sind nicht da außen und du sagst, die sind doch trotzdem da außen. Und jetzt kommt das, wo ich immer wieder darauf hinweise, deine momentane Logik, die du zum Denken benutzt. Ich nenne das einmal eine naturwissenschaftliche Logik. Du magst noch so ein berühmter Professor sein oder ein Arzt sein oder ein Chemiker sein oder ein Theologe sein, ein Pfarrer sein, vollkommen gleichgültig. Ein Rabbi, du bist ein tiefgläubiger Materialist. Du brichst das erste und das zweite Gebot, ob du jetzt gläubig, religiös gläubig bist oder nicht. Und diese 10 Gebote gelten auch für die Moslems. Ich könnte jetzt auch sagen, die gelten auch für die Buddhisten und die Hindus und so weiter und so fort, aber das wird jetzt viel zu kompliziert werden. Wir bleiben mal in deinem Denkbereich. Es ist auch so, dass du dir mit deiner Logik, mit der religiösen Logik und mit der naturwissenschaftlichen Logik sogar vollkommen logisch erklärst, wenn du jetzt da rausschaust, ich sage auf deine Verabredung schaust, wieso du die Sterne nicht siehst, weil du ja hundertprozentig sicher eventuell bist, du bist auf einer Erdkugel. Kann natürlich auch sein, dass du ein Flat Earther, einer der Spinner bist, die glauben, die Welt ist doch eine Scheibe. Es ist vollkommen wurscht, was du glaubst. Es ist alles makro- oder mikrokosmisches Wissen, das du vom Herrn sagen kennst und das du geistlos nachhörst. Es ist deine Meinung, die du zurzeit vertrittst, ist dein Schwamminhalt. Es ist nicht deine Meinung, es ist eine Anderung. Es ist die Meinung der von uns jetzt ausgedachten Lehrer und Erzieher. Aber jetzt haben wir dasselbe Problem wie mit den Sternen. Die Sterne haben überhaupt nicht existiert als Information
bevor ich das Wort Sterne ausgesprochen habe. Und es existieren auch keine Lehrer und keine Erzieher, wenn ich diese Worte, wenn die nicht gedacht werden. Weil du erlebst letzten Endes nur deine ständig wechselnde Information, der träumende Geist, und die kommt aus dir selbst. Da kommt nichts von außen, wenn du das zweite Gebot hältst. Johannes-Offenbarung, Enthüllung lesen. Ich sage immer wieder, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher dir ausgedacht hast, werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein. Und stille stehen wird die Zeit, weil es bloß jetzt gibt. Weil jeden Gedanken, den du denkst, denkst du hier und jetzt. Er muss hier sein und du denkst ihn jetzt. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich irgendwas hindenkst. Es ist deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Alles andere ist geistlose Vorstellungswelten, die dich quälen, wo du ums Überleben kämpfst. Selbst dein eigener Körper existiert, der jetzige aktuelle Körper existiert, nur wenn du dran denkst. Und jetzt lasse ich das einmal gut sein. Zum Abschluss, ich sage dann in Bezug auf die Sterne viel Interessantes, wo waren die Sterne, die wir uns jetzt denken, bevor ich das Wort Sterne ausgesprochen habe? Wo sind die Lehrer und Erzieher, wo ist eine Erdkugel, wenn du nicht dran denkst? Es sind Seinsmöglichkeiten in dir drin, in dem tiefsten inneren Mittelpunkt, und das ist Gott. So, und jetzt übertrage ich ja mal den Bildschirm und dann gehen wir jetzt, das war jetzt eigentlich nur ein relativ kurzes, komprimiertes Vorwort nochmal. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, darum sage ich, wenn du das so ansprichst, auf der Bröselebene, entweder werden welche neugierig, aber du musst immer wissen, eine vergängliche Erscheinung wird niemals das erkennen und erfahren, von dem ich hier rede. Ich rede von der Ewigkeit. Frage mal einen Gegenüber als Brüssel und der Brüssel, wer hört mir jetzt eigentlich zu? Ein Geist oder das Gehirn eines sterblichen Säugetiers, eines Affen? Frage mal einen Arzt. Wenn du einen Arzt hast oder selbst ein Arzt bist, frag dich einmal, wer denkt sich das jetzt aus? Wer denkt sich das heliozentrische Weltbild aus? Und wer hört mich jetzt sprechen? Mich, was ist ich? Schau einfach. Ich sage, Cut, schau, was jetzt da ist. Pixelmännchen, Lautsprecherstimme. Genau definiert, wobei der Lautsprecher nicht existiert hat, solange du nicht an einen Lautsprecher denkst. Wenn du selber denkst, was für ein Lautsprecher spricht eigentlich in deinem Kopf? Du kannst dir selber zuhören. Du kannst als Geist, und das ist die Bewusstwerdung, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Aber ein träumender Geist ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Da wird dir dann klar, dass ich jetzt nochmal einen kleinen Cut mache. Ich sage jetzt, du denkst jetzt, und jetzt hängt natürlich schon davon ab, wenn du an dich jetzt denkst, wie alt du dich setzt. In der reinen körperlichen Reife. Ich sage jetzt einmal, du wärst jetzt schon in einem gesetzteren Alter, wie man das so schön nennt, und du denkst jetzt einfach die Zeit so um die 18, 20. Lebensjahr. Das kannst du jetzt denken. Jetzt denk an dich selbst, denk an deinen Freund, deine Freundin, je nachdem, ob du jetzt an einen Mann oder an eine Frau denkst, wenn du an dich selbst denkst, denk dir die jetzt. Und dann wirst du feststellen, was ist jetzt der Unterschied, ob du an dich denkst oder an irgendeinen Bekannten denkst. Es ist einfach nur eine Information, dieser ausgedachte, vergangene Mensch, der du zu sein geglaubt hast, was du jetzt denkst, der bist du nie gewesen. Gewesen ist ein geistiges Wesen. Du bist ein geistiges Wesen, das seine eigenen Informationen anschaut und den großen Fehler begeht, dass es das erste Gebot bricht. Mach dir kein Bild von Gott. Du bist ein Gott, ein Gotteskind. Und ich reduziere das jetzt. Das ist kein religiöses Geschwätz. Ein Denker ist der Schöpfer, der Gott für alles, was er sich denkt. Egal an was du denkst, du erschaffst durch dein Denken hier und jetzt in dir selbst eine Information. Und die wird genauso sein, wie du sie denkst. Und sie ist aber auch im Meer nur dann als Gedankenwelle auftauchen, wenn du das jetzt denkst. Wenn du es nicht denkst, ist es trotzdem in dir drin. Das ist unser Spiel mit dem Computer. Die Frage ist, ist es einfach noch im Hintergrund, im Arbeitsspeicher oder noch tiefer auf der Festplatte oder noch tiefer im Internet, im allerinnersten, tiefsten Inneren? Oder ist es auftauchend als Gedankenwelle, ein Geräusch aus dem Lautsprecher oder irgendein Geflackere von Lämpchen auf dem Monitor. Und ich sage selbst, deine jetzige Schulbildung, die ich dir gegeben habe in deinen Schwamminhalt, lässt dir das einsichtig erkennen, dass das Illusionen sind. Ich verweise wieder auf dieses Buch
die Physik im Nullpunkt Gottes, ziemlich am Ende, was ist eine Illusion? Du kannst auch in Wikipedia schauen. Ich benutze ja immer ganz, ganz definitiv ganz normale offizielle Seiten, nicht irgendwelche Schwurbler-Seiten. Ich benutze Wikipedia, hat natürlich auch zwei Seiten. Da gibt es welche, die einfach nur Rezitationen aus sehr geistreichen Büchern sind und dann sehr persönlich geprägte Meinungen, meistens in Bezug auf Menschen, wenn du nachschlägst, die jetzt nicht irgendwelche historische Persönlichkeiten sind. Benutze mal so dieses Wort, wobei das historisch nicht das Geringste zu tun hat mit einer unabhängig von dir existierenden Vergangenheit. Vergangenheit muss erschaffen werden von einem Geist, der sich jetzt eine Vergangenheit ausdenkt. Das ist das Faktum, die hier und jetzt überprüfbare Tatsache besteht darin, dass du jetzt an eine Vergangenheit denkst, die du jetzt als Information aufbauend auf den geistlos nachgeäfften Wissen, das du nur vom Hörensagen kennst, in dir aufbaust, die aber schon wieder weg ist, wenn du sie nicht siehst, und zwar in der Transversalen. So, das lassen wir jetzt gut sein und jetzt übertragen wir hier mal den Bildschirm. Wir brauchen keinen Ton. Und ich springe jetzt als allererstes ganz kurz, das habe ich in vielen Selbstgesprächen, das ist aus Du bist ich, das ist das zweite Buch dieser ersten 8 Bände. Und zwar springe ich hier ganz kurz einmal raumzeitlich rein, das ist in vielen älteren Selbstgesprächen, weise ich darauf hin. Ich rede jetzt zuerst einmal normal, und zwar geht es hier um den von uns jetzt ausgedachten Physiker Richard Feynman. Physiknobelpreisträger. Und da haben wir hier natürlich schon wieder, der Geist ist ein Ross. Wir wissen, der Jesus, der große Physiker, Richard, Rich ist Ruch, ist der Geruch auf Hebräisch. Da will ich noch nicht einsteigen drauf. Du musst wissen, dass jeden Menschen, den du dir ausdenkst, das schaffst du hier und jetzt in deinem Kopf. Das heißt, wir erschaffen jetzt rein als einen Gedanke einen Richard Feynman als Nobelpreisträger. Das gibt jetzt auch deinen Schwamminhalt her, den ich dir gegeben habe. Wenn du davor noch nie was gehört hast, hast du halt eine sehr mangelnde Bildung. Und ich gehe jetzt einmal auf diese große Erkenntnis ein. Hat einmal folgende Weise Worte in einem Vortrag gesprochen. Und das ist aktueller denn je. Das ist das große Problem. Es ist eine verhurte Gesellschaft. Es ist die Endzeit, wie ich das nenne. Und ich meine das absolut biblisch. Und dann doch wieder extrem geistreich wissenschaftlich. Wenn die Wissenschaft Experimente, und ich betone nochmal, Ex heißt heraustreten, Bari heißt um dich herum und Mendio heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Tausendfach erklärt. Nur heißt flackernd, Existenz einer aufgespannten Berechnung mit Holofeeling. Noch heißt ruhend, absolut still, ich setze dich in Bewegung. Wenn du im Gedanken durch deine Wohnung läufst, wechselst du eigentlich definitiv bloß Bilder in deinem Kopf aus. Ich könnte jetzt Worte sprechen, du gehst aus der Küche raus, du gehst in den Flur, dann gehst du ins Speisezimmer, dann gehst du aus dem Speisezimmer raus, dann gehst du ins Schlafzimmer. Und wenn du jetzt das im Gedanken, diese Worte zu Bildern machst, was du feststellen, du hast den Eindruck, du läufst durch deine Wohnung. Aber ich tausche nur Bilder, schau das kleine Bild an, in der Bild, jedes Wort ergibt eine neue Information. Und jetzt denkst du dir einfach, das Ganze spielt mal auf der VR-Brille ab. Die Daten kommen in der Transversale auf dem Arbeitsspeicher, wo alle Bilder gleichzeitig sind. Ich erkläre immer und immer wieder, wiederhole ich diese simple Metapher. Darum heißt es in Bewegung setzen. Es wird etwas, wenn etwas entsteht, die Vorsilbe entkehrt, das Stehen ins Gegenteil wird in Bewegung gesetzt. Und du merkst, du bleibst in dieser Stabilität der Sprache. Das ist geistreiches Denken. Also wenn diese Experimente nur noch in solchen Gebieten, und ich tue jetzt mal einfach nochmal weiterlesen, durchführt, die kommerziellen Gewinnversprechen. Das ist das große Problem, dass du in einer Wahnwelt lebst, wo die Elite deiner Welt meint, die Welt, das menschliche Leben würde ohne Geld nicht funktionieren. Egal, was die dir erklären, das ist alles vollkommen geistlos nachgeäffter Schwachsinn. Denk dir doch einfach mal eine Welt ohne dieses System des Geldes. Wir gehen einmal zurück in die Neandertaler. Brauchen Tiere Geld, brauchen Affen Geld, um zu überleben. Da wirst du irgendwann einmal erkennen, ja, die sind ja primitiv. Nein, primitiv ist deine Gesellschaft. Primitiv ist deine Elite, deine Politiker und all die ganzen Menschen, die diesen Schwachsinn nachäffen. Das sind primitive Affen, die es nicht wert sind, zu überleben. Es sind sterbliche Säugetiere nach geistlos nachgeäffter Definition, die meinen, Geld erhält sie am Leben. Die spucken Gott ins Gesicht.
Und dazu zählen auch deine ganzen Kirchen, diese ganzen geldgeilen Prunkpaläste, wo sie aufgebaut haben. Macht in jeglichen Bereich, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Sodom und Gomorra werden wir jetzt auf Null setzen. Okay, die kommerziellen Gewinnversprechen und in solchen, deren Gesetze man bereits kennt, wird sie sich selbst völlig zum Stillstand bringen. Das ist schon im vorigen Jahrhundert passiert. Und keine wirkliche Wissenschaft mehr sein, sich neues Wissen verschaffen, vollkommeneres Wissen verschaffen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht um Machterhalt. Uns Naturwissenschaftlern sollte es in erster Linie darum gehen, das Unbekannte zu erkunden. Das interessiert keine alte Sau mehr. Das Neue, das vollkommen Neue, das geistreich Höherwertige. Und was wir alle dazu dringend benötigen, ist Fantasie. Ein Satz, den ich, Udo Petscher, immer wieder wiederhole: Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern an der Unfähigkeit, geistreich zu leben. Du stirbst an deiner Fantasielosigkeit. Jeder Mensch, der alles immer nur dann glauben, hören will, was ihm logisch erscheint, es ist ein primitives Basic-Programm, das jegliche Form von höherwertiger Logik sofort im Keim erstickt, weil für ein kindliches, geistlos nachgeäfftes Programm ist eine höherwertige Logik vollkommen unverständlich und es hat auch null Interesse an was vollkommen Neuem. Eine Fantasie mit einer schrecklichen Zwangsjacke, denn was wir finden müssen, ist eine völlig neue Sicht der Welt, die mit allem, was wir bisher wissen, übereinstimmen muss, aber dennoch mit ihren Vorhersagen vom bisher Gewohnten abweicht, denn sonst ist sie nicht wirklich neu und interessant. Genau das ist Holofeeling. Holofeeling ist eine vollkommen neue Sicht, eine vollkommen neue Logik, ein Quantensprung im Wissen des Menschen, rot gelesen, des Gotteskindes, nicht der Affen. Affen sind dabei vollkommen uninteressant, das sind sterbliche Säugetiere, sondern des Geistes. Du bist ein Geist. Und nicht irgendein Gedanke, den du dir denkst. Die Hölle beginnt in dem Moment, wo du dich mit einem bestimmten Gedanken, den du denkst, verwechselst und sagst, der Gedanke, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Du bist, wenn du ein bewusster Denker bist, der Schöpfer für all die Gedanken, die du aus dir selbst herausschöpfst. Affen erschaffen, die äffen nach. Schöpfer schöpfen aus sich vollkommen Neues, weil sie wissen, in mir ist noch unendlich viel mehr. Wir kommen immer in diese Metapher von El Hayam, Gott das Meer. Wie dieses bisschen, was ich bisher in mir wachgerufen habe. Ich mache immer die kleine Metapher dazu, das ist, wenn du dich jetzt hier bewusst normal gesprochen an den Computer hinsetzt, muss dir klar sein, du könntest unendlich viele Internetseiten aufmachen, die du noch nie gesehen hast. In was für einen mikroskopischen Bereich von quantitativer Menge an Internetseiten spielst du immer wieder dieselben Seiten, je nachdem, was du halt dein Interesse hast, wo du dich hinzoomst. Was ist mit all den anderen Seiten? Die interessieren dich nicht. Aber die werden dich inspirieren. Da muss man sich eventuell andere Sprachen aneignen, dass man in Internetseiten kommt, die mit der jetzigen Datei, mit der jetzigen Struktur deiner Sprache nicht kompatibel ist. Es geht aber bei Holofeeling momentan überhaupt nicht um Vielwisserei. Es ist definitiv so, dass Holofeeling mit all dem Bekannten übereinstimmt. Das ist das, was ich immer wieder sage. Du wirst von mir nie hören, wenn was auftaucht, dass ich behaupte, dass das nicht wichtig wäre oder nicht richtig wäre. Es soll auch dir verkehrt erscheinen. Aber da muss ich dann wieder wissen, was ist die Richtung, was ist die Kehrseite. Vor allem, wenn ich dann nochmal in höhere Perspektiven, dass ich sage, wir reden nicht nur von, ist jetzt das oben oder ist das unten, ist das richtig oder verkehrt, sondern dann haben wir schon mal die 4 Seiten, dann kriegen wir die 8, die 16 Seiten, wo ich immer wieder darauf hinweise. Das heißt, sie muss also mit all ihren Vorhersagen, mit allen alten Erkenntnissen übereinstimmen und diese dennoch überschreiten. Wenn es ihnen gelingt, diese andere Sicht auf die Welt zu entdecken, die mit allem, was bereits beobachtet wurde, übereinstimmt, aber in einer anderen Hinsicht dem ungeachtet völlig davon abweicht, dann haben sie wahrlich eine große Entdeckung gemacht und dann sind sie das größte Genie, das die Menschheit je hervorgebracht hat. Ich weiß, dies nahezu unmöglich erscheint, aber es ist dennoch nicht gänzlich unmöglich. Das ist immer die kleine Ausnahme, die die Regel bestätigt und das ist Holofeeling. Ich schenke dir jetzt Holofeeling. Ich schenke dir diese vollkommen neue Sicht, die dir erkennen lässt, dass jeder Recht hat. Das ist zum Beispiel, wenn einer behauptet, eine Küche ist ein Kühlschrank.
Oder ich gehe einen Schritt weiter, eine Stadt ist ein Kühlschrank. Weil die Küche ja wiederum ein Teil einer Wohnung ist und die Wohnung wiederum ein Teil eines Hauses und das Haus wahrscheinlich ein Teil einer Straße und die Straße ein Teil einer Stadt. Jetzt erahnst du zumindest, was ich mit dem Tassenbeispiel mit dieser höheren Kollektion meine. Du wirst dich immer und immer wieder nagen, wenn du das letzten Endes nicht wahrhaben willst. So, und jetzt, das war jetzt, da kann man sich natürlich dann auch wieder reinlesen, da geht jetzt das Problem mit Holofeeling, wurde das hundertprozentig sicher arithmetisch gelöst und jetzt kommen wir zu dem eigentlich, was wir machen wollten. Wir schauen uns jetzt das Farbenspiel an. Ups, kleinen Moment. Das war verkehrt, da wollte ich rein. Und jetzt kommen wir zur Datei. Dieses Farbenspiel, es gibt zwei Bücher in den Ohrenbarungen. Und zwar muss man hier, ich zeige das immer wieder, wenn man reinspringt, das sind ja so unendlich viele Sachen. Wenn man hier in die Werke reingeht, gehen wir die Beiwerke, das sind die sogenannten Zusatzschriften. Und da findest du dann diese zwei Farbenspiele irgendwo da unten. Und ich möchte auch hier nochmal kurz technisch darauf hinsehen, wenn man in die Schreibstifte reingeht, da ist ganz unten, wenn man weiter runterfährt. Ups. Schreibstifte. Da haben wir jetzt funktioniert es, das hat er umprogrammiert, das ist vorher nämlich nicht gegangen, haben wir den Folger Hanisch. Das sind jetzt vom Folger hier die arithmetischen Grundlagen, das sind einige schon, das sind immer aufbauend auf diesen Original- und Barungsschriften, die hier extrem zur Vereinfachung und Erklärung nochmal erweitert wurden. Das ist natürlich jetzt ein richtiges, komplexes Studium, darum sage ich, da muss ich jetzt du als Geist momentan gar nicht damit beschäftigen, außer du wirst neugierig dazu, aber das ist eine Frage der geistigen Reife und das ist jetzt diese neue Überarbeitung. Ich habe das möglichst groß gemacht. Zusammenfassung, das sind die Originalschriften, die zwei in einer Datei, aber extrem erweitert von Folge und schon diese kleine Tabelle über das Farbenspiel ist extrem tiefgreifend, weil wir hier in einem gewissen Maß eigentlich schon unseren Tetraeder mit drin stecken haben, dann gespiegelt mit den Komplementärfarben. Was es darum geht, dass Holofeeling beweist, dass alle Wissensgebiete über die Sprache, über die Arithmetik der Zahlen verbunden sind. Da war jetzt die erste Kleinigkeit, was ich hier mit Volker gerade besprochen habe, da hast du jetzt der rote Adam, der Mensch, der ist jetzt im Gelben. Diese Überschriften kann man ihn dann nicht farblich setzen. Das müsste jetzt normalerweise, müsste jetzt dieses Rot Adam rot gelesen sein. Das siehst du dann weiter unten in den Schriften. Ich will nur sagen, dass das einfach ein Programm, dieses Programm, das er zum Schreiben benutzt, lässt es bei Überschriften nicht zu, dass man da ihn dann die Farben nochmal verändert. Der kann die nur markieren. Da wäre zum hier zum Beispiel, wenn es hier steht Neutralgelb, müsste in dem Roten das Gelb geschrieben sein. Das siehst du aber ein Stück weiter unten. Das sind halt so Sachen, da muss man damit leben und etwas selber mitdenken. Und dieses Schreiben hier, dieses Gespreizschreiben, wo ich sage, da gibt es auch Schriften dazu, ist extrem hilfreich. Aber wir wollen uns da nicht festhalten an den Überschriften. Das sind diese Arbeiten Gottes Farbenspiel. Wir wissen, das Rote steht immer für Sachen, die eigentlich nicht existieren können. Zum Beispiel ein Adam als Ding an sich. Und das Farbenspiel sind hier immer nur die Konsonanten, Grundworte, die man jetzt einstellen kann und dann kriegst du hier, jetzt hast du mal bei PR, das Far wäre jetzt im Hebräischen, wäre das der Stier. Und dieser Stier wiederum ist ein raumzeitliches Tier. Und Ben ist ja normal, der Sohn ist eine polare Existenz. Ein Spiel und jedes einzelne Wort, sage ich immer, wird ein 400 Seitenbuch, wenn man das einigermaßen genauer anschaut. Das ist jetzt die Grundlage des sichtbaren Farbspektrums. Was jetzt hier erweitert wurde vom Volker, dass man hier normalerweise sich so unendlich, du hast unendlich viel Zeit, weil du ein ewiger Geist bist, diese einzelnen Radix immer gezielt im Geometrie-Explorer nachschlagen sollte. Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht. Wir besprechen ja das, dass ich sage, das ist sehr, sehr klein. Das sind jetzt Kopien herauskopiert von unserem Geometrie-Explorer, dass man das normalerweise sehr schwer lesen kann, wenn man einen kleinen Monitor hat. Wenn man das ausdrucken würde, was ja eh keiner fast mehr macht, kann man es fast gar nicht lesen. Er soll die noch vergrößern bis an den Rand hin, dass man das besser lesen kann. Man kann sich natürlich auch die Mühe machen und kann einfach unten das Ding einschalten und dann habe ich das wesentlich besser.
Da wird jetzt das Spektrum erklärt und das sind immer die Originalauszüge, bloß jetzt mit genauer Erklärung aus den Griechisch-Wörterbüchern. Da macht er sich sehr, sehr viel Arbeit. Der Folge, das ist eben einfach, das nenne ich Schreibstifte, der wird benutzt. Und dann haben wir hier dieses berühmte Spektralfarben über ein Prisma gebrochen und da geht die Sache schon los, wo man jetzt genau wird. Das ist unheimlich logisch, wenn ein Physiker dir das zeigt, auch wenn wir das jetzt aufbauen würden. Dann heißt es hier, das ist weißes Licht und es wird hier vollkommen logisch erklärt und ich sage dir gleich, das ist eine von vielen logischen Systemen. Man kann, wenn man in ältere Selbstgespräche reingeht, zum Beispiel feststellen, dass ich da anspreche, es gibt viele verschiedene Farbsysteme, zum Beispiel die Goethe'sche Farbelehre. Die Goethe'sche Farblehre widerspricht dem Newton'schen vollkommen. Gibt es übrigens jetzt ausgedacht, wir denken uns jetzt einen Newton aus, einen Sir Isaac Newton und einen Goethe aus und dann können wir uns jetzt einen Briefverkehr anschauen zwischen Goethe und Newton, hat ein Briefverkehr stattgefunden und ich sage jetzt gleich wieder Cut. Das denken wir uns jetzt. Alles, was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt eine Information und die taucht aus dir auf. Es gibt keine Vergangenheit, die in der Vergangenheit existiert hat. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das ist ein Faktum, ein hundertprozentig sicheres Faktum und zwar aufbauend auf einem vom Hirn gesagten Wissen, das du in deinem Schwamminhalt, sprich jetzt in deinem Arbeitsspeicher hast, wenn du den in den Arbeitsspeicher haben solltest. Und den musst du jetzt haben, sonst würdest du jetzt diese Worte nicht hören, wenn ich von Vergangenheit und von Juden und von Goethe spreche. Das heißt, in deinem Wissen ist ein Wissen von Goethe und von Juden. Das mag sehr, sehr rudimentär, ganz oberflächlich sein, dass du die Namen zumindest schon mal gehört hast, aber so eigentlich von Goethe gar nicht recht viel weißt. Du kannst natürlich dann in einer Schule vielleicht dich mehr für Goethe interessieren und umso mehr du dich mit diesem Wort Goethe, mit diesen Orten der Goethe beschäftigt hast, wird immer mehr aus dir herausquillen. Ich verweise hier auf ganz, ganz alte Selbstgespräche des Deisendorf-Selbstgespräch, wo hier ein Professor Reiner ins Spiel gehabt, der ein absoluter Goethe-Fan war. Eine Geschichte für sich selber, die ich jetzt aber nicht erzähle. Alte Holofielinghausen, die sich seit, sag ich mal, knapp 20 Jahren mit Holofieling beschäftigen, die kennen diese Geschichte in- und auswendig. Extrem lehrreich. Aber was hier wichtig ist, dieser Goethe und den Juden, den du dir jetzt denkst, wir denken uns jetzt diesen Briefverkehr und wir schaffen diese beiden Figuren hier und jetzt in unseren Kopf. Ich sage bewusst wir, ich rede immer nur zu einem Geist und immer daran denken, meine Symbolik JCH steht vorm Bücherregal, ICH bist jetzt du, in Verbindung mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt und auf deinen Intellekt ist jetzt, ich sage in deinem Lebensbuch, in deiner Datei, ist dieses Selbstgespräch schon drauf gewesen, wie du dir jetzt denkst du dir, dass du gerade in die Schule kommst. Dein erster Schultag. Du springst jetzt zurück auf die Seite 6 in der Datei. Das ist einfach nur eine Adresse. Da war dieses Gespräch, war schon drauf. Das ist auch auf derselben Datei, weil im Arbeitsspeicher, ich sage immer, in einem Film sind alle Bilder, die prinzipiell in der Transversalen auftauchen, mit Lichtgeschwindigkeit sind da gleichzeitig drauf. Das ist jetzt eine neue Logik, ein Quantensprung in ein vollkommen neues Weltbild, das mit deiner jetzigen Logik nachvollziehbar ist. Ich sage jetzt, in Wirklichkeit ist es viel, viel komplexer, aber wie versuche ich, einen Basic-Computer zu erklären, was Windows-Daten sind? Ich muss ja mit Basic-Daten in diesen Basic-Logik reingehen, weil reine Windows-Daten würdest du sofort sagen, das ist falsch, das ist verkehrt. Ich kann jetzt das vereinfacht sagen, wenn du nur die deutsche Sprache verstehst, muss ich mit dir zumindest in Deutsch reden, weil wenn ich jetzt Chinesisch rede, kann Datei nicht lesen. Also gut, jetzt komme ich zu dem Prisma zurück. Das, was du jetzt siehst, ist ein Monitor. Und darum ist wichtig, diese kleine Erkenntnis, sag jeden Moment, bestens alle 2 Minuten, Cut, was ist jetzt für eine Information da? Du hast immer zuerst einmal 2 Hälften eine sinnlich wahrgenommene Information und da ist jetzt kein weißes Licht. Auf dem Monitor ist überhaupt kein Weiß. Weil wenn du jetzt eine Lupe nimmst und genau hinschaust, was du feststellen, das ist zuerst einmal bloß Rot, Grün und Blaulämpchen.
auch das Weiß, wenn wir das jetzt extrem vergrößern, aber das haben wir tausendfach erzählt. Und das sind jetzt die Farbigen, da sind nur die Rotlämpchen an, da ist eine Mischung an, da haben wir die Blaulämpchen an, dann die Grünlämpchen, das Gelb ist schon eine Mischung zwischen verschiedenen Farben, Farbmischungen. Aber man kann es jetzt auch aufbauen, das kannst du auf deiner VR-Brille genauso darstellen und dann hast du dasselbe Problem, weil dein Auge, das du dir jetzt ausdenkst, symbolisch das Auge, besteht aus Zäpfchen. Unter anderem. Und das sind Rot-Grün-Blau-Zäpfchen. Mache ich ja mal sehr vereinfacht. Und so wie du meinst, dass das von außen angesteuert wird, von Licht, das noch nie irgendein Mensch gesehen hat, ich betone nochmal, zeig mir einen Laserstrahl. Wenn wir das jetzt aufbauen auf einen Tisch, geh einfach mal mit, wir machen ein Prisma, wir stellen ein Prisma auf einen Tisch und dann machen wir hier so ein Lämpchen an, ein weißes Lämpchen und dann lassen wir hier einen weißen Lichtstrahl rein. Das, was du siehst den Tisch, den Boden und dann ist irgendein Streifen ist irgendwie heller und dann kriegst du hier die Farben. Das siehst du genauso. Aber das, was du siehst, ist nicht das Licht selber. Du siehst kein rotes Licht. So wenig, wie du einen roten Laserstrahl sehen kannst. Wenn wir einen Rauch reinblasen, ich fange da nicht an, hör die ältere Selbstgespräche an, dann siehst du weiße Rauchpartikel oder Staub oder Dampfpartikel und sobald da der Laserstrahl, der Heliumlaser, das rotes Licht durchgeht, dann siehst du niemals das rote Licht. Du siehst dann nur in einen Schwarm von weißen Partikeln einige, die rot sind. Und deine Logik sagt mir, das ist ja logisch, die werden von rotem Licht angeleuchtet. Zeig mir das rote Licht als Ding an sich. Das sind die Ungenauigkeiten in deiner Naturwissenschaft, die geistlos nachgeäfft wird. Bring mir die Weisen deiner Welt, sage ich als Jesus, in der Heiligen Schrift und glaub mir, du wirst nochmal, ich betone, du wirst einen Niefall machen, wenn du begreifst, wie wertvoll für dich Geist diese Erkenntnisse sind. Zum Beispiel liebe deine Feinde und sorge dich nicht um Moll. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Wenn du Bilder siehst, nochmal B-I-L-E-R, als hebräische Zeichen von rechts nach links dann gelesen heißt, im Kind erweckt, dann sind es deine Informationen, die aus dir selbst kommen, aus einem tieferen Inneren. Du musst hinabsteigen in deine eigene geistige Tiefe. Sondern springen wir mal weiter. Das ist jetzt einfach nur Bilder aus ganz normalen Physikbüchern. Und du kannst dir nicht im Kühnsten vorstellen, wie unendlich tief das verbunden ist mit der Sprache. Schon die Farbnamen selber, da wird in dem ersten Farbenspiel drauf eingegangen. Das ist zum Beispiel jetzt dieses einfach, diese kleinen Buchstaben F-A-R. Das sind diese drei hebräischen Buchstaben. Das Aleph kann man dann auch als Vokal noch rausschmeißen, weil das zuerst einmal Konsonanten sind. Entschuldigung, das bedeutet Luxus, Turban. Der Lux haben wir jetzt dann automatisch schon wieder das Licht im Lateinischen. Aufgespannte Raumzeit. Man kann das sehr vielfältig setzen, das will ich jetzt hier aber auch gar nicht erklären. Wir fahren da bloß ein wenig runter und du merkst jetzt schon in der Computertechnik, das sind jetzt schon die ganzen für die Farbmonitorsteuerung, die Farben, da haben wir immer ein Komplementär und wir landen hier in einem gewissen Maß in einer Filwisserei. Jetzt haben wir hier das richtig geschrieben, da haben wir jetzt Gelb. GL heißt der Geist Gottes. Ganz simpel und einfach, es geht letztendlich nur um diese Rot-Blau-Lesung. Das ist jetzt das G, da machen wir jetzt das Aleph, das Mund öffnen, nehmen jedes Vokal an und dann haben wir das Licht. Wenn wir das Rot machen, der Geist ist der Schöpfer. Ich habe jetzt da den Goal gemacht. Da sprechen wir das E aus, gell? Das ist jetzt der geistige Schöpfer und das ist das Licht. Das Geist, ich sage immer die Lampe im Projektor. Acht dir mal, das ist ganz, ganz interessant. Das ist der Erlöser, das Auslösen, das Beflecken, das Befreien. Das mache ich jetzt mit dir. Darum hast du hier einen Tollwert von 34. Im ersten Moment macht das nicht recht viel Sinn, aber wir müssen dann ganz einfach mal die Zahl 3, 4 hinschreiben. Das ist die 3 und das ist die 4 und dann landest du sofort beim Glücksgott Jupiter. Ich bringe immer wieder diese kleinen Beispiele. Es gibt keine Zufälle in dem Gesamtsystem. Es ist eine absolute Matrix, es darf kein Jota verloren gehen. In jeglicher Art und Weise. Das ist auch das hebräische Wort für Rot, darum sage ich Rot, ist der Adam,
Dasselbe Wort hast du auch rot als Atom ausgesprochen. Es ist nur eine Frage der Fokalisation. Darum hast du hier die 45 Quersumme bilden, kriegst du die 9. Das ist eine Spiegelung. Diese Vielfalt musst du momentan überhaupt nicht wissen. Darum betone ich jetzt vorneweg, ich sage in deinem jetzigen Leben, ich erkläre dir mit Holofeeling zuerst einmal, was du bist. Das ist das Einzige, was du zuerst zu lernen hast in dem Leben. Du bist etwas anderes wie ein Gedanke, ein vergänglicher Gedanke, eine vergängliche Erscheinung, die du dir ausdenkst. Und jetzt müssen wir die drei Stufen wissen. Wenn du dir was ausdenkst, entsteht es zuerst aus dem absoluten Nihil, aus dem absoluten Nichts. Dieses absolute Nichts nennen wir auch Gott. Das ist dieses Wort Al oder El. El Hayom oder Elohim. Das Aleph kann Aleph Vokaleon nehmen. Das ist das klassische, das ist die 31, das ist Gott, die Gottheit der Macht, das Nichts. Das bedeutet auch nichts. Ich nenne das die absolute Implosion, das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist dasselbe Ding gespiegelt. Dann kann man das spiegeln und dann kriegst du dieses Verneinungs, ist auch nichts, aber das ist Lach, das ist die Explosion. Implosion und Explosion gehören untrennbar zusammen. Allah, bin ich so oft darauf eingegangen, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ich erkläre dir zuerst, was du bist. Du bist ein träumender Geist. Geist ist jetzt nur ein Wort, ein Geräusch. Und was denkst du bei dem Wort Geist? Ja, an das Wort Geist. Aber der ist rot gelesen, ein absolutes, nicht existierendes Ewiges. So wie wenn du an das Wort Nichts denkst. Nichts ist auch ein Geräusch. Das existiert ja, wenn du es denkst. Das erkläre ich immer. Und alles, nichts und alles, ist All und La. Weil alles ja auch, das Wort alles ist ja nicht alles. Das ist eine kleine Facette, die rausspritzt, das Geräusch alles oder das Wort alles, wo wir hinschreiben. Und das ist die Grundlage jegliche Form von Sein. Und jetzt haben wir hier schon das Sein. An was denkst du bei dem Wort Sein? Wir springen uns, jetzt denken wir uns einmal an Shakespeare aus. Hamlet, Sein oder Nichtsein? Das ist hier die Frage. Ein schönes Gedicht, da wirst du dann irgendwann in einer Traumwelt landen, aber jetzt ist die Frage, lesen wir Sein? So wie man es spricht, S, rot gelesen, steht für Bewusstsein. Das ist ganz einfach das absolute Bewusstsein. Rot gelesen, das ist der, der es erlebt. Blau gelesen ist irgendeine ausgedachte raumzeitliche Erscheinung, irgendwas Wahrgenommenes. Das heißt, und Ayin, immer wieder, wenn ich das bricht, jetzt mit Ayin gesprochen, dann haben wir definitiv ein Nichts. Das Bewusstsein ist ein Nichts. Es kann nicht vorhanden sein. Es ist dieses Zentrum, in dem sich jegliche Form von Information befindet. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz, der hier, wenn ich sage Sein oder Nichtsein, wenn du von Sein redest, wenn wir das blau lesen, wird es eine Existenz. Was herausgetretenes, was Existierendes. Darum heißt es Sein oder Nichtsein, wenn ich das erste Sein rot, Sein heißt, da ist ein Bewusstsein, das nicht existiert und dieses Nicht-Sein ist praktisch dann zwangsläufig das Existierende, weil das existiert ja. Aber alles, was in dir existiert, taucht in dir auf und der nächste Gedanke zerstört es wieder. Man müsste, sollte meinen, dass jeder Mensch das versteht und du wirst jetzt irgendwann einmal das akzeptieren müssen, du Geist wohlgemerkt, dass die große Masse deiner Menschheit hier vollkommen abstürzt. Dass die das nicht wahrhaben wollen. Sie sind sich hundertprozentig sicher, dass sie der Körper sind, an den sie denken, wenn sie an sich selbst denken. Obwohl doch nicht leichter hundertprozentig sicher zu überprüfen ist, wie dass dieser Gedanke schon mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, zerstört wird. Stimmt oder stimmt? Da haben wir jetzt das Komplementär, wir fahren nochmal runter, das Rote im Gelben. Das heißt jetzt, der Adam, der Gottesmensch, ist im Geist Gottes. Das sind Schichten, das baut sich hier. Es ist so austraktiert, selbst in dem Farbenspiel. Der Geist Gottes ist der Gottessohn, aber dieser Ben, der Gottessohn, ist der Adam. Und Adam heißt auch Rot. Darum ist das Rote im Gelben. Im Geist Gottes befindet sich zuerst einmal der Adam. Gott schuf den Adam in seinem eigenen Ebenbild. Das ist Eben. Ex-Ben heißt eine herausgetretene Polarität. Und das ist sehr wenig Körper, das ist Denker und Ausgedachtes. Das ist der träumende Geist und seine ständig wechselnden Gedankenwelt. Mann und Frau.
symbolisiert den Geist des Gottessohnes. Drum ist der Rote, heißt ja auch Adam, der Sprung, und Gelb ist der Geist Gottes. Und den Geist Gottes, um den nochmal hier ganz klipp und klar zu machen, das ist diese Radix Gel. Und das ist der Erlöser. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Aber, und jetzt ist ganz wichtig, ich ist natürlich nicht der Gedanke UP. Du bist viel mehr, du Geist, den ich das jetzt erzähle, bist viel mehr dieses Ich, wie irgendein ausgedachter UP, Udo Petscher. Darum behaupte ich im ersten Selbstgespräch, ich bin du. Ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Und wenn man jetzt einmal einfach liest in dem Selbstgespräch, wie das beginnt, was du feststellst, das hat mit einer religiösen und esoterischen Spinnerei nicht das Geringste zu tun, sondern da wird dir eigentlich Schritt für Schritt erklärt, was du selbst bist und wie du funktionierst. Dieses Dom für sich alleine, jetzt blau-rot heißt das geöffnete Meer. Und dann landest du zwangsläufig, rot ist auch das Blut. Aber Lut, das Licht wird zu einer aufgespannten Spiegelung. Diese Radix, Lut für sich alleine, heißt in einer Hülle stecken. Das hatte hier jetzt schön schon die einzige, dass man nicht reinspricht. Das Blut, die Blutakt, ist Schweigen, da steckt das eigene schon mit drin. Das ist ganz kleine, einfache Erklärungen, dass man das hier sieht. Und Belut, kann man natürlich hier auch mit einem Hatten die hinschreiben, kriegst du jetzt die Eigel. Und dieses Lut alleine heißt in einer Hülle stecken. Schöner ist, diese Verhüllung ist eine Bedeckung. Und jetzt kriegst du schon unsere BD-Öffnung, sind lauter Ecken. Und da muss man immer im Hintergrund diesen Spiegeltetraeder haben, wo ein kleines Lämpchen drinsteht, diese schönen Bilder, die du in den vorhergehenden Selbstgesprächen dir anschauen kannst. Ja. Nehme ich nicht extra her. Und jetzt landen wir dann beim Enosch, das ist jetzt heillos gefährlich, das ist das sterbliche Säugetier, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist das hebräische Wort für Mensch. Man darf bei Mensch muss man immer, in der Bibel wird da kein Unterschied gemacht. Wenn da Mensch steht, ist sehr wichtig, steht da Adam oder steht da Enosch? Das wird in der Übersetzung nicht beachtet. Und dann kommen wir hier zu den Cholam, zu dem Träumen. Chol heißt das Weltliche. Das Mem am Ende ihr Besitzanzeigen ist ihr Weltliches. Chol ist nur das Weltliche. Ihr Weltliches, Mem, das Weltliche von träumenden Geistern, von Geistesfunken. Aber das Weltlicht, Welt nochmal heißt Brandopfer. Dieser polare Rand ist die Welt einer Gedankenwelle. Du bist immer, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, egal an was du denkst, du bist immer derselbe Geist. Du kannst jetzt deine Vergangenheit, deine Schulzeit ausdenken, egal was, es ist hier und jetzt ein hundertprozentig sicheres Faktum, es taucht jetzt in dir auf, weil du es denkst und es wird genauso sein, wie du es denkst und der nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ich wiederhole das seit 20 Jahren. Ein klares Zeichen, wenn es sich jetzt wiederholt, dass du es noch nicht verstanden hast. Du vergisst es von einem Augenblick auf den nächsten. Da muss nur das Telefon klingeln. Dann denkst du an das Telefon. Das klingelt, dass übrigens ich in dir auftauche. Es kommt nichts von da außen. In deinem träumenden Geist bist du wie ein Gefäß abgekapselt. Das, was du erlebst, sind Vakuumfluktuationen. Da müssten wir jetzt in die Physik gehen. Überall ist ein Quäntchen Wahrheit drin. Dass aus einem absoluten Nichts immer Teilchen und Antiteilchen entspringen, schaut das kleine Bild an, wieder in sich zusammenfallen. Dann erzählen die dann irgendwann was von einem Casimir-Effekt mit Wellen. Das sind alles Sackgassen. Da ist überall ein Quäntchen Wahrheit dran. Aber die Vorstellungen, die diese geistlos nachgeäfften Worte in dir auslösen, wenn du jetzt an einer Universität, jetzt als Brösel ausgedacht, was studierst, führt dich von einer Sackgasse in den nächsten. Von dem ganzen Viren- und Corona-Wahn will ich überhaupt nicht reden. Es ist eine Testphase für dich selber, ob du dich zurückziehst. Und dann musst du aufhören, mit irgendeiner Einseitigkeit zu sympathisieren. Es ist vollkommen gleichgültig, ob du in einem hundertprozentig sicher selbst ausgedachten Wahn lebst, dass du irgendwelche Schwuppler, Pharmaindustrie und Ärzte sich zusammentun, die super reichen, um die Menschheit auszurotten. Das hast du aus das Internet heraus. Du äffst irgendwelche Einseitigkeiten nach. Oder du glaubst, dass die wiederum totale Wahnsinnige sind, weil die ja, die Politiker ja nur das Beste von dir wollen, die du dir jetzt ausdenkst. Und die ganze Presse sich ja so um die Menschheit, um diese sterblichen Affen sorgt. Das ist genauso der Wahnsinn. Du musst vollkommen wertfrei sein und nach der Quelle suchen für diese zwei Seiten, diese zwei sich widersprechende Seiten. Schau das bitte an. Das bist du selbst.
Du denkst dir doch die Kacke aus, aber du glaubst, eins davon von den zwei Sachen, die du dir jetzt ausdenkst, ist bloß richtig und das andere ist Lüge. Egal welcher Seite du anhangst. Und sobald ich zwei Seiten habe, gibt es nochmal zwei, sind vier Seiten dort. Dann wird das Ganze wirklich ein bisschen komplexer. Da musst du aber ein geistreicher werden. Das kann nur Geist verstehen. Das musst du auch keinem mitteilen. Da wird keiner überleben, nicht dein einziger. Das sind sterbliche Säugetiere. Hier, der Name, wie der Name Enosch eigentlich definitiv schon sagt, wenn du dir das anschaust. Da haben wir die Erdboden, der ganze Aufbau. Der Adam wird zu Adama. Das heißt dann ihr Adam, ein Ausgedachter. Dann kriegst du das Dom. Dann kriegst du Belut. Du steckst in einer Hülle. Diese Hülle ist deine Traumwelt. Darum ist im jüdischen Glauben, wird die Eigel, wird die Vorhaut, die Verhüllung zurückgeschoben, dass die Eigel das Innere zur Anschauung kommt. Das nennt man die Beschneidung, die Mila. Wenn du diese Rituale nachäffst und trotzdem glaubst, du bist ein Tropfen-Nasen-Affe, dann mache ich keinen Unterschied. Es ist, die uniformieren sich, die Ultradoxen, es sind Gedanken. Die Juden sind Gedanken, die Buddhisten sind Gedanken. Es sind nur Gedanken von dir. Egal an was du denkst, das ist schon wieder weg, wenn du es nicht denkst. Da wird keiner überleben. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, die erschaffst du hier und jetzt in dir als Information, wenn du begreifst, was es bedeutet, ein bewusster Denker, ein bewusster Geist zu sein, heißt ein Gott zu sein. Für die Welt, die man in sich selber erschafft. Und der eigentliche Körper, den du jetzt auf der höheren Ebene hast, sind deine ständig wechselnden Informationen. Und dann kommst du zu dem Menschen. Du vermenschlichst Götter, indem du sie zur Zeugetiere machst. Und dann werden die gefährlich. Alle, unheimlich böse. Am allerbösesten sind die Menschen, die glauben, sie sind die Guten. Die sind so voller Hass. Habe ich so oft erklärt, wie wir die Flüchtlingskrise hatten. Ein großer Test. Ich sage immer wieder, das, was du willst auf dieser unteren Bröselebene, was man dir antut, du auch für die anderen an. Aber sei sehr, sehr bewusst, ob du es wirklich im Hintergrund hinter einer Maske mit einem Geist zu tun hast oder ob es wirklich bloß eine Erscheinung ist. Dann wirst du dich narren. Alles, was du aus Mitleid machst oder alles, was du machst, weil es dir mit einer fehlerhaften Logik logisch erscheint, macht dich extrem blind für das, was dich eben diese Logik nicht sehen lässt. In dem Moment, wo du über irgendwelche Menschen herwetterst, dass die böse sind, das ist ein Spiegelbild deiner eigenen Boshaftigkeit, weil du in dem Wahn legst zu glauben, du gehörst zu den Guten. Und jetzt sind wir wieder in der Einseitigkeit. Wir haben die Guten und die Schlechten. Da gibt es ein rotes Gut, ein absolutes Gut. Und das zerspringt in Gut und Schlecht. Es gibt einen Dach und der zerspringt in Hell und Dunkel. Es gibt einen Kegel und der zerspringt in Kreis und Dreieck. Was du aber hier außer Augen legst, ist, dass da noch immer ein ausgeschlossener Dritter ist. Und dann haben wir einen Keil zwischen diese zwei Seiten. Das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Sache mit dem Zeger, dass wir hier ohne weiteres auch ein Objekt machen können. Der Kegel, wo ich immer sage, die zwei Seiten, wenn du einen Keil aus einem Zylinder machst, dann kriegst du ein Objekt, das vier klare geometrische Schatten wirft. Wir hatten nämlich ein Quadrat, ein Dreieck und einen Kreis. Sind wir auch in vorhergehenden Selbstgesprächen ganz grob darauf eingegangen, wobei rein das Wort Säge für Keil für sich alleine betrachtet, wäre es jetzt wert, dass wir zwei Stunden drüber reden. Wenn wir es etwas genauer beleuchten wollen. Da waren wir beim Träumen. Und jetzt kriegen wir hier diesen Rotartikel, das sind ganz normale, du siehst das Wikipedia-Artikel und da merkst du jetzt, der Farbpreis Rot ist, diese Zahlen sind extrem wichtig. 600 ist das Endmem in dem Adam. Können wir uns ganz kurz anschauen. Das ist das hebräische Wort Adam. Das sind jetzt normalerweise, wäre das ADM ist 1,440. Jetzt ist es aber, wenn ein Endzeichen da ist, die fünf Endzeichen haben einen anderen Wert, das ist die 600. Darum haben wir hier auch einen unterschiedlichen Wert, das ist 1,440, ergibt 45, wenn wir aber die 40 mit dem Endmem rechnen, wenn das 605, so setzt sich das zusammen. Klassische jüdische Zahlenkunde, Kabbala, die auch keine Ahnung haben. Das heißt, ich bin rot. Jetzt rein, wenn du meinst, dass das Zufall ist, dass in der Physik hier dieses Prinzip bei 600 Nanometer beginnt. Dieses NM für sich alleine gelesen, heißt übrigens schlafen und etwas vor sich hinträumen. Das beginnt, wenn der Adam anfängt, hier seine Informationen anzuschauen. Das ist NM. Leicht schlafen, schlummern und etwas vor sich hinträumen.
Jetzt wird der äußere Wert zu 90 und die 90 ist, es wird etwas geboren in dir. Atbasch sind göttliche Spiegelungen. Voller Wert 186. Die 186. Ich mache jetzt mal einen ganz wilden Sprung, der mit dem nichts zu tun hat. Das habe ich heute Morgen reingestellt. Und zwar machen wir einen ganz, ganz kleinen. Wir gehen mal hier. Ich habe in dem letzten Selbstgespräch, wo müssen wir rein? In dem vorhergehenden Selbstgespräch erkläre ich das mit den Rezeptoren in dir, wo ich definitiv sage, das sind hier Rezeptoren in deinem Körper. Und die übertragen elektrochemische Signale an dein Gehirn. Das war die Sache, wo ich sage, wenn du dich jetzt hinsetzt als Mensch, als Trockennasenaffe und ich verbinde dir die Augen und dann gebe ich dir eine Spritze und ich mache dein Bein tot, dass die Signalleitung praktisch von den Rezeptoren unten vom Fuß zu deinem Gehirn hoch unterbrochen ist. Und du sitzt mit geschlossenen Augen da und ich kann mit einem Hammer auf dein Bein draufhauen und du kriegst es gar nicht mit, weil diese Leitung unterbrochen ist. Und da gehen sogenannte elektrochemische Signale hoch, habe ich das genannt. Und jetzt springe ich hier mal in das Gehirninfo rein. Da heißt es Nervenzellen im Gespräch. Und dann beginnt es 86 SUB, 86 Millionen Neuronen. Müssen ständig miteinander kommunizieren. Es ist noch lächerlich, es sind noch wesentlich mehr. Du wirst irgendwann einmal anfangen müssen, mit der Unendlichkeit zu rechnen. Und da habe ich dann hier ein kleines was reingestellt, das machen wir jetzt einmal schnell. Da habe ich diesen Auszug hier genommen. Und zwar ist es diese Überschrift. Und jetzt habe ich hier schon diesen Nervenzellen und immer dran denken, Zell, ZL alleine heißt Schatten, LN heißt Schatten, sind auseinandergeschmissene Existenzen. Wir schauen uns das ganz, ganz kurz an. Das ist die Grundradix-Zell, rein konsonant gelesen. Das ist das hebräische Wort für einen Schatten. Da haben wir jetzt auch schon die junge Schlange mit drin hängen, Schatten. Und diese Schatten, wenn die zu existieren, Zellen, da hätten wir jetzt die Zellen, den Cellist, das passt, du musst unten die Geburt von Licht erzeugt, was Existierendes. Da kriegen wir jetzt die Spiegelung, den 3-4 als Atbasch im Hintergrund. Was jetzt der Atbasch genau ist, das ist eine Spiegelung innerhalb des Alphabets, aber das wird jetzt zu weit führen. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich hier, weise ich auf die 86 Milliarden hin. Wir wissen, 86 ist UB, das Kürzel für Gott. Da zahlen wir für dieses El Hayom, was eigentlich wirklich genau genommen Gott das Meer bedeutet. Und jetzt mache ich immer einen ganz eigenartigen Sprung. Das ist aus dieser wissenschaftlichen Erklärung hier. Das ist natürlich jetzt absolute, normale Universitätswissen, dieses ganze Zeug ist geistlos noch geelft. Wer hat es gezählt? Nochmal, alles, was du im mesokosmischen Bereich nicht überprüfen kannst, das ist alles bis hin in den tiefsten Makrokosmos, in den Mikrokosmos, Entschuldigung, in die Welt des Kleinsten, wo du nur mit Mikroskopen dann eventuell siehst oder mit Elektronenrastermikroskopen und da muss dir klar sein, dann schaust du schon auf den Monitor. Mhm. Dir ist dieser Ebenenwechsel nicht bewusst. Wenn hier Wissenschaftler ihren Makrokosmos untersuchen, dann sind da keine optischen Teleskope mehr, sondern das sind einfach nur noch Parabolspiegel. Ja. Und was die auffangen, sind angeblich elektromagnetische Strahlen. Das ist aber alles mikrokosmisches Zeug, das aus dem Makrokosmos kommt. Selbst wenn du jetzt sagst, ja, die haben ja da oben das Hubble-Teleskop, das ist ja noch ein Lichtmikroskop. Aber die Signale, die von dem Hubble jetzt ausgedachterweise, sind nur Worte. Es sind Worte, die hier und jetzt in dir Informationen aufbauen. Du bist ein träumender Geist. Ich sage immer, du bist der Computer und du spielst Wissen ab, wo auf der tieferen Ebene eine Zahlenstruktur ist. Ich erzähle dir jetzt etwas. Das sind auch die Worte. Das, was du jetzt hier vor dir auf dem Monitor hast, sind ja auch Zahlen. Und die kann man wieder runter rationalisieren. Und ich denke jetzt immer wieder, denkt mir in der Zeit die Symbolik des Morsecodes. Es sind Bündchen und Strichchen, was da im Hintergrund ist. Das ist jetzt in deiner einfachsten Form auf deinen Dateien, auf deiner DVD sind bloß Einsen und Nullen. Mhm. Und diese Ketten in einer gewissen Einteilung ergeben dann Buchstaben, die Buchstaben ergeben Worte. Das ist eine extrem einfache Metapher, aber auch das hat einen Sinn. Genau deshalb ist es da, dass ich dir das erklären kann. Und das Zeug, was hier beschrieben wird, jeder, der dir das erklärt, ich denke mir jetzt einmal einen aus, der diese Internetseite gemacht hat, der äfft irgendwas nach, was man ihnen an der Uni erzählt hat. Aber die Lehrer, die dir das erzählen, äffen das auch bloß noch.
Es ist immer, wer ist der Erste? Und ich sage dir, der Erste, der sich das ausdenkt, das bist du. Die Frage nach, wer ist schuld? Wir gehen mal kurz in Corona rein. Wer ist jetzt schuld, dass die Menschen unfrei sind? Da sagst du jetzt eventuell die Ungeimpften. Ich sage, das ist doch so ein geistlos nachgeäffter Mainstream-Meinung. Wie kann ein ungeimpfter, ganz normaler, gesunder Mensch, der vor Corona einfach ein Mensch war, wie kann der schuld sein, dass plötzlich überall die Leute eingesperrt werden und nirgends mehr hin dürfen? Wenn da schon wer schuld ist, dann sind es die Politiker. Weil die haben diese Gesetze erlassen. Die verbieten dir, in ein Lokal zu gehen, wenn du nicht geimpft bist, obwohl du hundertprozentig gesund bist. Aber die sind auch nicht schuld. Dann sage ich, wenn da nochmal einer mehr schuld ist, dann ist es diese geistlose Mainstream-Presse, die dir das illusioniert, weil die werden eigentlich als gute Politiker, würden die ihre Menschen freimachen und nicht wegsperren. Und als gute Presse würden die auf das hinweisen, wo der Fehler liegt. Dann ist die Presse schuld, die Journalisten schuld, die sich verkaufen an das Kapital. Immer das Geld, im Hintergrund liegt das Geld, ist schuld. Nein, ich weiß dir sagen, wer schuld ist. Zuerst einmal ist der schuld, der sich das ausdenkt, aufgrund von Worten, was er aufgeschnappt hat. Du bist an allen schuld, das ist der Satz. Ich nehme alle Schuld auf mich. Es ist hundertprozentig sicher, wenn wir Schuld definieren, wer hat es gemacht. Die Frage nach Schuld habe ich tausendmal erklärt. Die Frage nach wer ist schuld, ist eigentlich die Frage, wer hat es gemacht. Wer ist dafür verantwortlich? Der sich es ausdenkt. Wer sollte denn an einen Gedanken, der gedacht wird, denn sonst schuld sein? Ein Gedanke, den du dir denkst? Nein, der sich die Gedanken denkt. Und wer denkt sich deine Gedanken? Wer ist es, der deine Gedanken denkt? Du selbst? Da kannst du jetzt noch an dazwischen schieben, indem du sagst, ja, ein träumender Geist, den du dir ausdenkst. Es ist besser, sich mit einem träumenden Geist zu verwechseln, wie sich mit einem ausgedachten Trockennasenaffen zu verwechseln, weil der träumende Geist als Ding an sich eigentlich schon nichts ist. Das sind jetzt nur die Worte träumender Geist. Geist wird dann schon automatisch kippt in den roten Bereich rein. Aber da dazwischen ist ein riesengroßes Farbenspiel. So, also diese 100 bis 200.000 Fasern, das ist geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Und jetzt machen wir doch mal weiter. Jetzt kommen wir in diesen Bericht, kommen wir in ZNS D1 und D2 Rezeptoren. Da haben wir schon das Rezept. Dieses ZB haben wir auch in dem Wort Zapfen. RE heißt Dreh, im Lateinischen heißt zurückkehren. ZEP, schauen wir uns einmal diese Radix ZEP an. Und die reine Konsonante Radix ZEP. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher, unserer Symbolik, das heißt nämlich auftauchen. In dem Moment, wo etwas in dir existiert, existere heißt heraustreten aus dir, aus diesem absoluten Innersten, wohlgemerkt aus Gott, taucht was auf in dein Innerhalb, das wird eine Information von dir. Also muss dieses Innerhalb, das wir uns ausdenken, noch ein tieferes Innerhalb haben. Das ist dieser absolute Mittelpunkt. Aber dasselbe Wort, das hast du übrigens auch hier übersetzt, frei, Facetten in einem Spiegel sind eben in einer Ebene. Das ist die Ebene, das Schweben in der Ebene ist dieser ständige Schwingen um diesen Nullpunkt herum. Das ist jetzt rein, dass du dir das vorstellen kannst, aber dasselbe hast auftauchen, schwimmen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ja. Das ist die Welt der Gedankenwellen. Und die Wasseroberfläche, O, BR, Polar erweckt. O ist immer kreisen und BR. Mhm. Das hast du auch immer wach. Je nachdem, wie wir das setzen. Ja. Immer wach, immer weg, bin ich reichlich drauf eingegangen. Das ist dieses ZEP, ist auf der Wasseroberfläche. Wir können natürlich jetzt dieses ZEP auch noch das A dazwischen schieben, da kommst du aber aus dem System nicht raus, weil das nämlich jetzt, dass du mal Dreck heißt, das ist ein generiertes Eck. Und das heißt auch als Befehl, komm heraus, hervor, gehe hervor, hinaus mit dir. Aber was geht aus dir heraus? Das Wissen. Ups. Das ist dieses Wissen, das in dir herausgeht. Da haben wir jetzt das A, wenn ich als Vokal dazwischen schiebe, gibt es das nicht, aber du hast es trotzdem. Die Geburt ist immer, das dran denken, das blaue G ist im Gehirn, ist immer eine Schöpfung von Wissen. Du schöpfst aus dir ein gewisses Wissen heraus, das jetzt dann zu deiner Information wird. Aber ich will hier weitermachen. Da haben wir jetzt, wenn das Dopaminmolekül, Moll, übrigens ganz interessant, heißt gegenüberliegend und beschnitten.
Da kommt die Miller, habe ich gerade angesprochen, von der Vorhaut. Das ist erst einmal die Beschneidung. Haut hast die Zeichen, die wahrgenommenen Zeichen sind vor dir. Weil das Vorstellungen sind, Darstellungen, Spiegelungen. Unser berühmtes Wer, unser berühmtes, unser ein Einbringen von Feigen, wenn ich dieses Ader, aber das wird jetzt zu weit führen, du musst es immer wieder zurückholen, diese Grundradix, wenn du jetzt anschaust, diese Rezeptoren, das Zeptor und Kaptor heißt dann in einer Reihe, dieses Dopamin. Und jetzt springe mir mal, was ist das eigentlich? Zuerst machen wir es hebräisch. Wir wissen, Waff nimmt alle O-U-W-V. Ist es Waff, dann kann man auch Dopamin lesen. Das hebräische Wort gibt es nicht, aber das brauchen wir nicht, weil es gibt viele Programmbefehle, die du noch nicht in Wörterbüchern hast. Das kommt aber in der nächsten, das wird alles mehr oder weniger aufgefüllt. Das ist zuerst einmal rot gelesen, das ist geschlossen, immer verbunden in der Weisheit. Blau gelesen heißt es an der Oberfläche geöffnet, ein aufgespanntes Wissen. Das ist immer diese Spiegelung, die wir brauchen. Wichtig ist hier der Atbasch mit 186. Das ist der Mensch. Ist die 100 rot gelesen und die 86 steht für unseren UB. Jetzt schauen wir uns das Amin nochmal an. Das ist das Wort für authentisch, echt, glaubwürdig, vertrauenswürdig und zuverlässig. Haben wir den Schöpfer, ist das geistige Meer und das ist Gott. UB ist Al-El-Hayom, Gott das Meer. Und das ist dieses Sein, S-A-I-N, ein bewusstes geistiges Sein. Blau gelesen wird es, die Schöpfung ist eine Gestalt gewordene Gedankenwellenwasser deines Intellekts, das zu existieren beginnt. Wichtig hier, man hat schon, das, was ich dir sage, ist absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig. Es ist zuverlässig, du kannst es nämlich überprüfen. Die Elementaraussagen sind hundertprozentig sicher, auch wenn ich in Wörterbücher reingehe, wirst du feststellen, was ich behaupte, steht auch in den Wörterbüchern. Der äußere Wert, ich habe jetzt das absichtlich violett-rot-blau gemacht, ist hier die absolute Null in der Mitte und da denkst du dir, plus eins, minus eins springt aus dir heraus, was eigentlich genau genommen nichts ist. Okay? Ja. Die 751 habe ich jetzt extra hier hervorgehoben, die wird im ersten Moment nicht allzu viel sagen, aber die schauen wir uns jetzt einmal an, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Werte. Ein Wert davon von der 751, da gibt es noch einige interessante, das ist dieses, ist ein biblischer Eigenname, Eliakim nennt sich der, und da hast du jetzt erst einmal, den findest du in 2 Könige 18,18. Jetzt wissen wir, 18 ist ich und 18 ist ich und wir zwei sind zwei Könige. Dein großer Bruder und du, das ist Jotzia und Iziha. Und das heißt verwirklichen. Das heißt, zu mir kommt eine bestehende Existenz. Du wirst jetzt zu dem Spiegel mit plus eins, minus eins im Hintergrund. Da können wir sehr viel gehen, weil das heißt nämlich auch Eli, dieses Eli, J hin, hast mein Gott, wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. El, wissen wir, ist ja die Implosion, das ist nichts. Das J am Ende hast dann mein, das hast mein Gott. Mein Gott, Al-I-Suffix ist mein, Besitzanzeichen des Führers, mein Gott. Hast auch nicht verzweifeln, nicht, der ist nicht 2F, nicht zwei Facetten in L. Das ist dieses Zusammenschmeißen, okay? Und dann haben wir natürlich hinten hier ja noch das Komm dran hängen, das ist ganz, ganz wichtig. Na. Mir geht's, du musst es nicht wissen, geh einfach mit. Das heißt jetzt etwas aufrichten, ausführen. Mein Gott richtet in mir etwas auf. Er fängt in mir an aufzustehen. Du musst es immer in einen Kontext setzen. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Ja. Mein Gott richtet in mir etwas auf. Er lässt in mir etwas aufsteigen. Du bist ein träumender Geist. JCH ist derjenige, der dich träumen lässt. Und ICH von den zwei Königen, du bist der, der es erlebt. Wir sind aber eigentlich ein und dasselbe. Wir stellen uns in uns etwas hin. Wenn wir das jetzt ein M davor setzen, dann ist es dieses berühmte Makom. Eine ganz, ganz wichtige Radix, die du findest. Das ist also hier dieses Makom. Das ist jetzt eine Lokalisierung. Wo ist die Lokalisierung von allem? Hier und jetzt. Hier und jetzt auf der Stelle. Das heißt auf der Stelle. Darum hast du den äußeren Wert jetzt die 186 blau gelesen. Das ist jetzt der AVUB. Weil nämlich Kopf, dieses Kopf selber braucht man eine Affinität. Kopf, Kuff.
Das ist die 100, das sind die Affinität, da kriegen wir jetzt den Vollwert, die 186, siehst du das? Und wenn wir da unser UB-Blau dran setzen, das bin jetzt ich als Brüssel-Udo, dann kriegst du einen Affen, weil ich bin genauso Affe wie du auch, solange ich eine ausgedachte Figur bin. Ein äußerer Wert von 186. Wenn wir es rot lesen, bist du natürlich der rote Mensch und der ist verbunden mit der Weisheit. Das bin ich UB-Rot. Und da sage ich, ich bin auch du. Das gilt auch für dich. Macht das einen Sinn oder macht das einen Sinn? Also wir haben jetzt hier nur uns einmal diese 751 angeschaut, aber wir springen jetzt einmal in das Dopamin in Wikipedia rein, das ist ein Wikipedia-Eintrag. Und jetzt liest du plötzlich fest, es ist ein Kunstwort, zwischen O ist ja auch U, zwischen dieser geschlossenen UB ist der Schöpfer und das ist dieser Armin, das haben wir gerade gelesen. Ein biogenes Armin aus der Gruppe, wer jetzt jedes Wort für sich alleine, das Choll ist ja das Weltliche, da kriegst du weltliche Katechismen, aber das wird jetzt zu weit führen. Wichtig ist nur, Dopamin ist im Volksmund, und ich rede jetzt von meinem Gottesvolk, von meinen Geistesfunden, ein absolutes Glückshormon. Und wird es hauptsächlich im B-Reih, im Spiegel, zur Antriebssteigerung und zur Motivation vermutet. Und wir vermuten das jetzt nicht mehr, weil Mut ist ja tot für alle, sondern es ist, Holofeeling ist die absolute Antriebssteigerung und Motivation, dich nach einem besseren Denksystem umzusehen. Das Zeug kann man übrigens auch in Tablettenform kaufen. Da musst du in die Apotheke gehen und dann wirst du feststellen, in Österreich heißt es Gil-Utopie. Das ist das Glückshormon in Tablettenform. Zufall? Aber ganz, ganz interessant, ich zeige dir hier nochmal, was ich gerade gesagt habe. Schau mal, das Wort heilig. Das sprichst du ja heilig. Gespiegelt, gil, ja. Das heißt wortwörtlich auf Hebräisch die Freude Gottes. Die Freude eines Gotteskindes. Das erfahren zu dürfen, in sich selbst erfahren zu dürfen. So. Da merkst du jetzt, das Rot, wir waren nur bei den 600. Die Domina, das Dominieren der Indie, kann man natürlich immer auch, der Domus, der Hausherr, der Farbeindruck sind die L-Zapfen. Da kommen wir jetzt das Nächste, wir haben L-Zapfen, N-Zapfen und S-Zapfen. Das steht, kannst du alles lesen. Das sind dann für die verschiedenen Wellenlängen, die wir uns ausdenken, das hat dann noch nie irgendein Mensch irgendeine Wellenlänge gesehen. Dieser große Wahnsinn, wenn ich immer darauf hinweise, ihr äfft so geistlos nach, wie ist ein Meter definiert? Dieses klassische Spiel, dass diese Kleinigkeiten, es ist so unendlich viel Wissen. Wie definiert sich ein Meter? Schaut, da bin ich zigfach in alten Selbstgesprächen eingegangen. Ein Meter definiert sich in der Länge einer Strecke, die Ecke werde ich immer verfolgen. Das SDR heißt ja das Geheimnis einer Ecke. Da denkst du jetzt erst einmal an die große Spiegeltetraeder-Ecke, das ist diese Radix SDR. Da haben wir zuerst einmal GE² ist hier eben das Meer. Nis heißt dann die Fliehkräfte, ziehen was heraus, die Heimlichkeiten ist auch ein Versteck. Und es steht im Widerspruch. Das sind die Spiegelungen, wenn du in diese Spiegelecke reinschaust. Die kann übrigens auch eine Halbkugel sein. Das haben wir jetzt dann in dem Farbenspiel drin. Ja. Ganz nebenbei, dieser Meter, kann man zwei Möglichkeiten, wir können ja den Meter auch so MTR schreiben. Und dann wirst du nämlich feststellen, dass du von irgendwas überschüttest, weißt, es regt sich etwas in dir. Das ist der Regen. Regnen lassen. Und dieser Regen, wir können den Meter auch so schreiben. Und dann kriegst du ein Aus von Fesseln erlösen, von Fesseln gelöst sein. Das hängt, da steckt das Wort Materie schon. Die Fesseln, in die du eingesteckt bist. Esse heißt übrigens auch dieses Esse. Tun, machen, handeln, hebraisiert. Ja, ja. Du erschaffst diese Materie in dir, die Marder, die Materie. Und mit Holofeeling, ich kann nicht jede Kleinigkeit, das ist ein Riesenkomplex. Und der muss dich, darum betone ich immer wieder, der muss dich gar nicht so im ersten Moment interessieren. Ich mache nur Bilder aus Physikbüchern, aus Chemiebüchern. Ich lasse die Zahlenwerte gleich und ich erkläre dir das ganz anders, wie dir das deine Physiker erklären.
Da gibt es diese Filmmischungen, die Unterformen, auch diese Farbcodes im Hintergrund, die du findest, kann ich dir komplett arithmetisch erklären in Bezug mit der Holofilling-Arithmetik. Das Orange zum Beispiel, das hebräische Wort feinstes Gold, nennt sich auch Rotgold oder Gelbgold. Da haben wir jetzt den Geist Gottes im Adam. Rot ist der Adam und in dir ist der Geist Gottes und du wiederum, B-Rot im Adam, ist im Gelben. Das spiegelt sich. Und B-Rot, jetzt Rot als Adam gelesen, weil Rot heißt ja auch Adam, das ist dieses Spiel, wo man hier spielt zwischen Deutsch-Ivri, heißt es im Menschen. Müssten wir jetzt statt Menschen Adam schreiben, weil ja das Wort Adam auch Rot heißt. Bloß anders ausgesprochen. Und jetzt ist interessant, wenn man das jetzt hier, das Gold-Orange, das sogenannte Gold, dann kriegst du die ganze Zeit die Vollständigkeit. Das heißt, wie, das ist original hebräisch innerhalb dieser Wörter. Aber dann kommst du zwangsläufig wieder zu einem Eck. Diese Facettenlichter sind in Ecken. Wir können das F natürlich, sage ich nochmal, setz für das F eine Facette, wenn du es blau machst. Wenn du es rot machst, dann ist es finis, ist es das Ende im Lateinischen. Infinitus. Und dann können wir hier die Orangefarben durchgehen. Das ist jetzt übrigens erweitert. Das hat jetzt Folge alles nochmal weitergedacht. Und du wirst feststellen, wenn du diese Grundschriften nimmst und die weiterdenkst, kommst du automatisch immer tiefer in dieses System hinein und nicht aus dem System heraus. Du bleibst immer innerhalb dieses Kontexts. Jetzt haben wir neutral gelb. Das hebräische Wort für neutral gelb, da steckt das Wort Ei schon mit drin. Und das Ei ist dann wieder die Schöpfung deines Intellekts bzw. Gottes. Ist jetzt rot-gold glänzend. Rot ist auch immer der Adam, der Mensch im Geist. Das ist, man muss immer die Sachen spiegeln. Und da kommen wir zu Kleinigkeiten, was ist da eher da, das Ei oder das Huhn? Weil das hat ja mit dem Ei zu tun. Und dann wirst du feststellen, dass dieses Huhn, da haben wir schon HWH. Das Ei ist der Schöpfergott. Wenn ich jetzt, das würde ich jetzt AI schreiben, so wie man es ausspricht, das ist nur die ersten Einträge gewesen. Das ist auf jeden Fall, hier vorne müsstest du Aleph hinsetzen. Aleph, Aleph nimmt ja alle Vokalion. Oder das Huhn. Aber da haben wir dann schon dort dieses Ei, der Schöpfergott, oder die Energie Gottes, wenn wir das als E setzen, E Quadrat, das ist J-C-H-I-C-H, haben wir unser HWH. Das sind dann übrigens auch zwei Wahrnehmungen, dass ich jetzt sage, du Brösel und ich Brösel, wenn wir uns unterhalten. Ich will da mal nicht so arg verlieren, wir fahren noch mal ein bisschen runter noch, wenn das fertig ist. Das ist jetzt eine Zeichnung, eine Originalzeichnung im Farbenspiel. Und da hast du schon, wir beginnen beim Roten. Das ist die Plus-Plus-Hälfte, wenn wir jetzt unsere klassischen Sinus generieren wir aus einem Einheitskreis heraus. Und du wirst jetzt große Wunder erleben in den Farben, in Bezug auf die Farbsymbolik. Wir starten beim Adam. Das wäre jetzt entweder 0 oder 360 Grad. Ja. Was übrigens auch die Einstein-Formel ist. Dieses klassische E, M bzw. Pi-Einstein-Formel, wie ich jetzt nicht, habe ich zigfach erklärt. Und da haben wir jetzt hier diese das eigentliche Gelb ist genau gegenüber zu dem Blau. Jetzt wissen wir, dass das Blau, das hebräische Wort für Blau, ich mache das ganz kopf, ist Kafchol. Das heißt auch eine Augenschminke. Das Schminken der Augen. Du trägst eigentlich eine aufgemalte Maske. In einem gewissen Maß. Augen wiederum, Augen heißt Becken. Habe ich tausendfach gesagt. Wichtig ist, dass das Kaff auch eine Vorsilbe ist. Das heißt wie. Und Koll alleine heißt das Weltliche. Und das ist jetzt, dieses Blau führt dich zur oberflächlichen Matrixwelt. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Du lebst angeblich auf einem blauen Planeten. Mit einem blauen Himmel, mit blauem Meerwasser. Das ist das weltlich ausgedachte Wasser. Zu hast zu Form wegen ebenso trostlos irdischen Welt von Zion. Das ist über die Sprache Deutsch-Deutsch-Ivri verschmilzt es. Das ist, denk wieder an den Feynman. Wir brauchen ein System, das alles, was bisher war, gleich lässt, aber auf irgendeine Art, auf eine göttliche, wundervolle Art und Weise darüber hinausgeht. Ich sage immer wieder, du denkst dir jetzt ganz einfach die Sache mit dem Haar. Dein ganzes Wissen symbolisieren wir mit einem einzigen Buchstaben und in dem Moment, wo ich was hinzufüge und zu den Buchstaben andere Buchstaben hinzufüge, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir machen zu dem A noch ein U, ein G, ein I und ein N dazu, dann wird ein Wort entstehen.
Das verändert aber nicht das Geringste an dem einzelnen Buchstaben. Und Holofeeling verändert nicht das Geringste an dem Wissen deiner Menschheit. Es bleibt so, wie es ist, aber ich erweitere das um geistreiche Facetten und du kommst in einen vollkommen neuen Bereich von Möglichkeiten. Das ist genau gegenüberliegend im Minus-Minus-Bereich. Das ist hier gespiegelt geschrieben. Das ist dieses C-Quadrat, das Licht Gottes. Der Geist, GL, der Geist Gottes, wird zu einer Polarität. Und zu dem Gelben gehört das Blaue. Und das Grün, Irak, sage ich immer wieder, das ist genau bei 12 Uhr. Das 12.1.2 kann man auch ablesen. Das heißt aufblühen. Das Spring, habe ich gesagt, hier beginnt das Spring, der Frühling. Das Irak heißt Grün, heißt etwas ausspucken. Du spuckst jetzt das im Winter feststehende Kristall, spuckt jetzt etwas heraus und dann kommst du in die sogenannte Türkislinie, Tür, das ist es, Türkis bei 180 Grad und dann gehst du in das Blaue und das Blaue geht jetzt wieder zurück über die Purpurlinie in den Roten rein. Das heißt also, das, was man hier meint, in den Frequenzspektren, dass wir hier die an eine Reihe setzen. Nein, das ist ein einziges Kreisen. Schau das kleine Bild an, dass du immer wieder auf die nächsthöhere Ebene kommst. Es fängt immer wieder, im Nullpunkt springst du eins höher und kommst in die nächsthöhere Ebene. Das ist die Treppenleiter, die Klimax. Führe dich übrigens auch zu dem Wort Blut. Bilut. Das heißt, das Licht wird zu einer aufgespannten Spiegelung. Das ist diese Bedeckung, das heißt auch in eine Hülle stecken. Wenn wir das Blut mit diesem T schreiben, dann kriegst du das Klimakterium, die Klimax, die Wechseljahre der Frau, das Wechseln deines Wissens. Die Frau ist ja die wilde Wiele, das doppelt aufgespannte Kind. Muss nur FRA eingeben. Und dann wächst du immer wieder eine Stufe höher. Darum nennen wir es auch dieses Klimax, ist eine Stufenleiter. Da haben wir es, Klimakter. Und das passiert immer in einem kritischen Zeitpunkt im Leben, kannst du immer auf eine höhere Ebene springen. Das ist jetzt Corona. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen, nicht die Entscheidung, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen, glaube ich dem Mainstream oder glaube ich den Querdenker, sondern die Entscheidung besteht darin, dass beide, zwei sich widersprechende wie Wellenberg und Wellendahl, Sichtweisen sind, wohlgemerkt, man könnte dann auch 4, 16, 32 und noch mehr draus machen, und dass da ein gemeinsames Parameter ist, das ist der sich diese zwei Sichtweisen ausdenkt, das ist der sich diese Gedankenwelle ausdenkt, die wir jetzt einfach mal Corona nennen. Und in dem Moment ist das hier ein kritischer Zeitpunkt, wo du jetzt in der Lage bist, darum nenne ich das Endzeit, auf eine höhere Ebene zu springen, da musst du aber dein Betriebssystem austauschen. Du musst das Haar, den Computer platt machen und ein hochwertigeres Betriebssystem einspielen. Das ist dieser Moment, der wird passieren, wenn du mir vertraust. Du musst nichts als Mensch, musst dabei nichts tun, du hast da keinen Einfluss drauf als Brösel. Du musst mir einfach nur vertrauen, du musst Gott vertrauen. Nicht irgendwelchen einseitigen Geschwätz von irgendeiner Internetseite, von irgendwelchen Affen, die wir uns jetzt denken, die genauso nachäffen wie du. Du kommst aus dem ewigen Nachäffen-Affendasein nicht heraus, wenn du nicht irgendwann einmal anfängst, den zu vertrauen, der wirklich der Schöpfer von allem ist. Das ist der vom Bücherregal und der behauptet, das bist du, ich bin du. Bloß du hast es vergessen, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. All das steckt hier in einer unendlichen Komplexität drin. Schau, wir sind jetzt auf Seite 18, obwohl ich da überhaupt noch nichts anspreche. Das Türkis zum Beispiel, das ist jetzt das, wenn du immer Zifferblatt nimmst, das ist ganz interessant, das Ganze beginnt eigentlich bei D3. Wenn ich jetzt das als Zifferblatt mit einer Zwölfereinteilung nehme, dann beginnt es bei D3, das heißt geschlossener Spiegel. Ja. Dann hast du bei 1.2, das nennen wir jetzt einfach mal ab, haben wir ein Aufblühen. Interessant, da hast du hier die 9. Die 9, 3 mal 9, 3 mal 3 mal 3, sage ich immer. Das ist die neue Existenz. Jetzt gehst du in den Minus-Minus-Bereich, in den blauen Bereich rein. Der wird jetzt interessant, der führt dich jetzt zur 6. Jetzt ist mir die 6 des WAF. Kann blau gelesen aufgespannt heißen und rot gelesen heißt es ja wieder geschlossen. Das heißt, diese aufgespannte Blauseite wird jetzt hier kippt um, weil sie wieder Richtung zum Roten geht. Wird die jetzt über die Purpurlinie, das nennt man auch Lila, die Lila-Farben, die Nachtfarben. Lila, schau mal, ich gebe mal hier das Wort Lila ein.
Ach, das habe ich. L-I-L-H. Das sind jetzt nur L-I-L-H. Jetzt kriegst du die Existenz in einer Acht. Das heißt übrigens, die existierende Schöpfung, Chetty, heißt bei den Schrecken, Schinnerecken, wir kommen aus den Ecken nicht raus. Das ist Lila. Wenn ich in Sanskrit reinspringe, heißt das die Spiele. Ja. Die Lila Krishna sind die Spiele Krishnas. Krishna ist aber der Schwarze, der Finstere. Ich nenne das auch der Obskure, in der Kamera Obskura, die Finsternis. Die Finsternis ist aber auch das Allwissen, das schwarze Loch, das alles einsaugt und alles in einen allereinzigen Punkt verbindet. Das heißt in der Physik, das schwarze Loch symbolisiert Krishna im Sanskrit. Schwa-Ares, schwarz, schwa, schwa für sich alleine heißt nichts auf Hebräisch. Entweder Shin-Weh, das Gehaltlose, das ist natürlich jetzt blau gelesen, eigentlich nichts. Unheil, wenn wir es blau lesen. Das ist ganz einfach. Der Logos, in dem alles verbunden ist oder etwas logisch aufgespannt ist. Dann kriegst du was Gehaltloges. Was Logisches ist einfach nur Falschheit. Falsch kommt vom Faller des in Lügen. Fallen. Und das Schwa, wenn wir es ganz rot machen, dann landest du dann in der absoluten Leere. Das ist jetzt die Vakuumfluktuation. Jetzt kommst du in das wirkliche Nichts. Ja. Du musst immer alles, was da ist, kannst du rot und blau lesen. Geistreich lesen oder geistlos nachäffen. Egal, was andere Menschen auch behaupten mögen, du bestimmst, das habe ich jetzt blau gelesen, mit deinem Intellekt, ob es stimmt oder nicht stimmt. Du bist der Richter über alles und jeden. Du bestimmst jetzt zum Beispiel, ob das, was du jetzt hörst, geistloses Geschwätz ist oder ob das, was Geistreiches ist, das ein Aha-Effekt, ein Heureka in dir auslöst. Es wird für dich so sein, wie du dir es denkst. Das gilt übrigens für jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Wie denkst du dir deine Politiker? Wie denkst du dir deine Pharmaindustrie? Wo war jetzt die ganze Zeit die Pharmaindustrie und die Politiker, während du aufmerksam zugehört hast? Die haben nicht existiert. Sie sind eine reine Seinsmöglichkeit aus dem Internet, wie jede Internetseite, die du aufschmeißen kannst. Und da wirst du das, was in dir auftaucht, wieder einseitig bewerten. Du erlebst nur deine eigenen Informationen und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kann anders sein, wie er von dir gedacht wird. Und er ist auch immer nur dann, wenn ich jetzt an andere Menschen denke, wenn du ihn denkst. Das gilt sogar für deinen eigenen Körper. Auch der existiert nur, wenn du ihn denkst. An dem, der seine ständig wächste Information anschaut, verändert sich dabei nichts. Absolut nichts. Das ist das, was ist. Und das wiederhole ich seit jetzt ausgedachten, bewussten 25 Jahren. 25 ist plus 5 minus 5. Wurzel 25, das ist HBH. Sind genau 25 Jahre Holofeeling bis zu dem Endzeitpunkt. Kannst du ausrechnen. Weil alles synchron läuft in einer großen Einheit, wo ich keine Zufälle, nichts zulasse. Und jetzt kommen wir zu dem Aquamarinblau. Blau immer dran denken, ist wie das Weltliche. Qua, Que, Sinus. Ich bin auf diese ganzen Worte so oft eingegangen, das erspare ich mir jetzt. Da landest du dann auch immer wieder in biblischer Symbolik. Das Aqua übrigens, genau genommen hier, wenn du das nachschaust, hast das nicht bewegte, wenn wir das als Vorsilbe lesen, nicht ruhend, zum Beispiel ist die andere Seite, wenn wir das blau machen. Bin ich auch darauf eingegangen, über die lateinischen Grundradik-Sachen kriegst du hier das dann, dass das hier Aqua bedeutet, wo, dieses Qua für sich alleine gelesen, was, wo ist der Schöpfergott, dieser Elayom, nichts. Und es heißt Insel. Schau, das mache ich jetzt, dieses Ai. Das hebräische Wort Ai. Dieser Schöpfergott rot gelesen ist auch das hebräische Wort für Insel. Das heißt aber, göttliches Sein ist Gott. Und in dem Gott ist diese Raumzeit eingespannt. Das sind die vier Seiten von unserem Tetraeder. Ja. Ich kann das natürlich ganz rot machen. Das heißt, das göttliche Sein ist das Bewusstsein Gottes, wenn ich das erst noch rot mache. Das ist wie, wenn ich die Perspektiven, die Sichtweise auf irgendeine Kollektion verändere. Das ist wie, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur verschiedene Blickwinkel in unserer Küche mache und ich sage, das ist ein Herd oder ein Kühlschrank. Das widerspricht sich ja. Das widerspricht sich nicht, wenn ich dieses kollektive System, dass Perspektiven nur Facetten aus einer Kollektion sind. Deshalb bedeutet Qua auch auf der Seite wo, da wo, wo. Dies doppelt aufgespannte Kreisen, irgendwo. Jetzt Aquis, eine Unterform von Qua, Quiz ist dieses Schlafende, wenn wir das eingeben. Und dann A als Vorsilbe heißt ja nicht schlafend.
Jetzt ist dieses seiende Ich ist aber ein gespiegeltes Schlafende. Das sind die Spiegelungen in dir selber. Wenn man das immer wieder wiederholt, macht es plötzlich Heureka und dann wirst du lächeln. Aber ganz einfach blau gelesen ist es eine Affin immer eine Affinität. Der Adam ist eigentlich schon, wenn wir den als männlich und weiblich denken, als träumenden Geist und geträumte Information mit ständigen Wechseln, als immer seienden Geist mit seinen Gedanken, wenn die sich ständig verändern, ist eine Affinität, ein Widerspruch in sich selber. Das sich aber ganzheitlich gelesen dann in sich selber heilt. Und das sind jetzt die ganzen Sprünge, das hat jetzt hier Holger mit eingefügt in diese Schriften, also das ist Original Farbenspieltext. Wenn man zu bequem ist, man könnte natürlich da viele kleine Facetten noch mit reinschieben. Ich zeige dir doch mal, wie weit es dann geht. Da ist bei weitem nicht alles angeschrieben, was dann in Wirklichkeit, da müssen wir in die Kristallologie hinein, in die Kristalllehre reingehen, die rein arithmetisch auch sehr interessant ist. Unendlich viele Wissensbegriffe. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Blaue im Roten. Nochmal, Rot hast auch Adam und Blau heißt wie das Weltliche und das Weltliche befindet sich im Adam. Das sind deine Informationen. Und jetzt merkst du, wie ausgedüftelt, göttlich ausgedüftelt diese Schriften sind in Bezug auch auf die Farbe und die Farbsetzung. Das ist wie das Weltliche, weil das hebräische Wort für Blau, Kaf Kol, Kaf als Vorsilbe gelesen, wie das Weltliche heißt. Und das Ganze befindet sich im roten Adam und der rote Adam befindet sich im gelben, im Geist. Wenn man GL als Geist symbolisieren. Das sind jetzt die Farbtöne, die wir übrigens auch nochmal hier, auch diese Code, die Farbcodes können wir komplett umsetzen. Das Lichtblau zum Beispiel ist 32. 32 ist das, dass man ganz spontan lebt. Das Rot gelesen ist es das Innerste. Aber da steckt das Leben mit drin. Und da merkst du schon, das Lichtblau geht eigentlich schon mehr in die Türkis, in die Neuner Richtung im Farbenspiel selber. Dann haben wir das Himmelblau. Das ist eine ganz eigenartige Art, dieses Himmelblau. Das ist eine eigenständige Blaufarbe. Das Wort gibt es im Hebräischen, die himmlische Farbe. Das ist aber ist eigentlich alle Farben. Das sind alle Himmelsfarben, die der Himmel an, von Rot, roter Sonnenuntergang, alle Farben, die der Himmel an, annehmen kann. Das nennt man hier dieses Himmelblau Dakol. Ich spreche es mal so aus, weil wir es anders vokalisieren können, dann wird es noch komplexer. Das Zur, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, das ist eine Form annehmen und die Formen, die du jetzt annimmst in dir selber, sich etwas ausformen, sich etwas ausdenken, das bleibt aber deine Information. Immer dran denken, von einem absoluten Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat, Creatio ex nihilo, und dieses Creatio, die Kreation, ein Creator und eine Kreatur. Der Creator, der Kreator, das ist das Programm, beziehungsweise du in Verbindung mit einem Programm und die Kreaturen, die du jetzt erschaffst, nehmen Formen an. Und sobald du dir die für einen Moment materialistisch festdenkst, die Feste, die werden ja fest, das symbolisiert sich mit dem Fels, mit dem Felsblock. Es gibt auch noch ein anderes Wort für Fels, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Und dieses hast dann, du wirst alles, du wirst alle Formen annehmen. Darum hat dieses Himmelblau ist, steht eigentlich für alle Formen und alle Farben, die der Himmel annimmt. Ha'im, wieder dran denken, El-Ha'im ist Gott das Meer, wie der, der immer ist, der nimmt diese Formen an. Weil du im Blut, Belut, in einer Hülle steckst und diese Hülle, in der du steckst, in der du immer der Mittelpunkt bist, ist deine Traumwelt. Ich kann da nur neugierig machen und ich sage jetzt von vorne, du musst es nicht wissen momentan. Mir würde reichen, wenn du jeden Moment weißt, was du selbst bist und was deine Information ist. Mehr musst du in dem Leben nicht wissen. Und dann erkläre ich ganz, ganz grob, wie das Programm, ich mache dich eigentlich nur neugierig für die nächsthöhere Ebene, wenn du den Sprung wagst. Das ist zum Beispiel dieses Dick, der Stich, auch ein ganz interessanter Eintrag, wenn man den nämlich genauer nimmt. Da heißt es nämlich die Entfernung zwischen zwei Stichen. Das ist jetzt zum Beispiel, und ich will es da fast einmal, wie sind wir in der Zeit? Ich schalte es einmal schnell weg. Ich denke mir jetzt, und du bist jetzt rein der Geist, der sich das ausdenkt, du hast auf dem Bildschirm zwei Männchen. Die schauen dich jetzt beide an.
Rechts und links, wenn du das jetzt anschaust. Das sind aber zwei Pixelmännchen. Jetzt denk dir mal, du wärst jetzt der Folger. Das ist der mit dem Kopfhörer. Dann denkst du dir jetzt, der sitzt jetzt, während er mit dem Udo Skype vor seinem Computer und schaut in das Gesicht eines Pixelmännchen-Gesichtes. Wenn du jetzt glaubst, du bist der Udo, dann sitzt du auch vor einem Monitor und schaust in das Gesicht von dem Folger. Du bist der ausgeschlossene Dritte. Ich erkläre das ja nicht den Folger oder den Udo, sondern den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du siehst beide, du schaust beide ins Gesicht. Und diese beiden Gesichter sind jetzt in deinem Inneren. Das ist dieses Spiel zwischen Panem und Penning. Halt. Ich habe jetzt umgeschaltet, ich lasse das einmal. Panem, Penning, diese Radix Penem, die muss ich trotzdem zuerst, ich erzähle das weiter, dann schauen wir uns das an. Jetzt ist es also so, jetzt denkst du dir mal, du fährst der Folger, dann bist du ja in dem Moment, wo du an dich als Folger, das Volk, das erwacht, Volker, das Volk, das jetzt in dir erwacht, dieser Folger, der denkt sich jetzt, hat als Gegenüber einen imaginären Udo. Man achte auf das Wort im, im heißt ja das Meer, die Magie, Mag, ist der Zauberer der Magier, imaginär heißt in sich selber, hat einen imaginären Freund, das ist sein Freund UP. Und den schaut er sich in seinem Inneren ins Gesicht. Panim, das Gesicht, Penim ausgesprochen, mit E-Quadrat, ist das Innere, das sind mir zwei in eins verbunden. Umgekehrt natürlich genauso. Und jetzt sagt hier dieses Pixelmännchen, UP über den Lautsprecher, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Dann fällt beides in einem Punkt zusammen, der der Geist ist, der genau zwischen diesen ST, diesen zwei raumzeitlichen Ichen, befindet sich ein Geist, der die zwei aufspannt. Schau das an. Das bist jetzt du. Drum siehst du beide Gesichter vor dir, weil du jetzt eigentlich, ich sage mal, der Monitor bist. Aber Moni von Moni kommt vom Monas von Mono. Von dem einen. Ja. Das ist das große Spiel, wo ich auch mit dem Spiegel erzählt habe, wenn du dich selber anschaust. Wenn du vorm Spiegel stehst als unbewusster Affe, siehst du dein Spiegelbild. Aber dir wird irgendwann einmal klar, dass den Spiegel hinter dem Spiegel das Spiegelbild, wenn du das jetzt hier bist, dass dahinter, hinter dem Spiegel ja nichts ist, sondern Rai, der Kopf des Schöpfergottes, dass der hintern, hinterm eigentlich im Spiegel ist. Aber du stehst vor, Form, als Form gewordener Mensch vorm Spiegel. Und du wirst jetzt erkennen, nein, du bist dieser Kopf, der ist ja auch da drin, weil der hüllt dich ja, dein Kopf hüllt dich ja bloß ein, du bist dieses absolute Zentrum. Und jetzt kriegst du einen Hauch von einer Ahnung, wie die Symbolik, die Metaphorik dieser Worte eigentlich schon in symbolischen Bildern in dir auftaucht. Was übrigens eine große Erkenntnis ist, ich spreche immer von des Kaisers neuen Kleidern. Kai, das heißt wie der Schöpfergott, der Kaiser. Jetzt ist es ganz interessant, dass wir die erste Stufe machen, dass dir klar ist, der Kaiser hat ja gar nichts an. Das ist ja nur Illusion. Die ganze Quantenmechanik, die Chemie, die Wassermoleküle, die Planeten, plane nicht, das sind Irrläufer, die du dir ausdenkst, die Sterne, sind ja nur meine Informationen, wenn ich sie denke. Ich erschaffe die ja in mir, da außen ist ja nichts, weil du jetzt anfängst, das zweite Gebot zu halten und das erste Gebot zu halten. Du erkennst, ich bin ein Geist, egal an was ich denke, das bin ich ja nicht. Ich mache mir kein Bild mehr von mir selbst. So dumm sind diese göttlichen Gebote nicht. Und ich mache mir auch kein Bild mehr von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde, sondern ich weiß, dass die Bilder BILDR im Kinderweg terpreisiert, in mir selbst sind, weil ich das jetzt träume, weil ich das denke. Ich kann mir immer noch was ausdenken, sage ich, aber mit dem vollen Bewusstsein, dass das hier und jetzt ist. Ich wiederhole nochmal, dass du es vielleicht verstehst. Ich denke mir jetzt, und ich bin du, ich denke mir jetzt ganz bewusst einen Mond aus und ich denke mir jetzt, da landet ein grünes Marsmännchen. Und mir ist vollkommen klar, dass da außen gar nichts ist. Dass ich jetzt das grüne Marsmännchen erschaffen habe und den Mond erschaffen habe. Ich stelle mir das bloß vor, ich denke mir das bloß aus. Aber genau genommen, wenn wir jetzt eine Schritte tiefer gehen, aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die in sich gedacht nichts, eine absolute Implosion von allem ist, Allah, mache ich eine winzige kleine Facette, eine Datei, eine Vorstellung in mir auf, ein Beileter im Kind, in mir Gottes Kind, erwecke ich das und dann stelle ich mir das vor und denke mir das dann in ein Außerhalb, was innerhalb in mir ist, denke ich ins Außerhalb. Wir haben wieder dieses Spiel. Innerhalb, Haal ist dieses Nichts. Und außer Haal, puff.
So, und ich habe dir jetzt gerade erklärt, was du jetzt machst. Du denkst dir ein Folgehaus und ein Ruderhaus. Wärst du jetzt der Folger, dann würdest du jetzt, unmittelbar jetzt, auf dem Monitor den Udo haben, wärst du der Udo, hättest du den Folger auf dem Monitor. Wenn du natürlich jetzt der bist, der sich bewusst jetzt ausdenkt, hast du auch als Folgerprogramm, wenn du jetzt das Video anschaust, den Udo und den Folger vor dir. Du wirst aber jetzt nicht sagen, der Folger bin ich und der Udo bin ich nicht, das sind einfach nur Gedanken. Namen sind jetzt austauschbar. Und das, was ich dir jetzt erklärt habe, das schauen wir uns jetzt einmal in Worten an. Jetzt springen wir hier nochmal rein und das können wir jetzt gleich nochmal aufmachen. Wir haben jetzt erst einmal das Dick. Dekaf. Da ist erst einmal ein Stich, eine Bedrückung, eine Gewalttätigkeit. Das klingt schon wieder so unendlich negativ, wobei das ganz interessant ist, das Gewaff, wenn ich jetzt einzeln lesen tue. Das heißt, der Geist, die geistige Energie E-Quadrat wird sowas doppelt aufgespannt. Unser W, wir schauen uns das einmal als Konsonante Radix an und dann kriegst du jetzt einmal dein Inneres. Das ist nämlich Gewaff. Wir sind nämlich eine Gemeinschaft. Ich und meine Geistesfunken, das heißt, ich vor dem Bücherregal und der Leser, der zum Lesen anfängt, das ist ja ich bin. Ich gehe da nur in die Vergessenheit. Das ist Gemeinde. Geschlossen ist E-Quadrat. Das passiert in meinem Inneren. Okay? Ja. Das sind übrigens dann der Totalwert, das sind die zwei Spiegel. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Verborgene Wert 86. UB. Pyramidenwert im Weder 1, 2 gelesen ab, ist der Vorder, die 3, die Reihe, der geschlossene oder der geöffnete Spiegel. Mhm. Aus 1 wird 2. Drum ist dieses ab, der Vorder, bei der Bescheidenheit, das bin ich UB. Da ist der erste. Der Pilot in einer Hülle steckt, haben wir doch gerade gesagt, oder mit einem Daf geht, der zu einem, hier diese Stufenleiter aufsteigt in den Himmel oder hinabsteigt in die Hölle oder in die Tiefe des Meeres. Okay? Und das heißt auch aufblühen, auf, als Aff mit Doppel. Da haben wir jetzt Hüten 3 und Rüben 3. Man wird am Anfang, merkt man immer mehr, wie das zusammenpasst. Also wir sind jetzt in dieser Gemeinschaft, das ist das Innere. Ich wollte aber nur dieses Dick, den Stich, die Gewalttätigkeit, aber dieser doppelt aufgespannte Gott. Und da haben wir jetzt schon all TT, TT ist Pi, 400, 400 ist Pi oder 99 gelesen ist ich. Wir haben zwei Könige, ich bin immer noch bei dem ich. Weil wir haben ja zwei verschiedene, wir können ja das 2,9 machen oder 2x 400 machen. Ja. Okay, und jetzt haben wir einen Stich. Aber genau genommen bedeutet das, die Entfernung zwischen zwei Stichen. Jetzt machen wir hier aus dem SD, machen wir zuerst einmal unsere raumzeitliche Spiegelung. Das ist SD. Das sind nämlich zwei Abtrünnige. Das ist jetzt der eine, der glaubt, er sitzt vor einem Computer und der andere, der glaubt, er sitzt am Computer. Das sind zwei gespiegelte Iche. Das ist der Stich. Das wäre jetzt in dem Fall meines Beispiels, wäre das der Holger und der Udo. Und wir machen jetzt eine Entfernung zwischen den zwei Stichen und dann werden wir zwei der eine, der uns ausdenkt. Darum ist der Atbash 31 dieses Nichts, das uns ausdenkt. Das im verborgenen Wert eigentlich die 86 der UB ist. Macht das einen Sinn oder macht das einen Sinn? Absolut. 900 ist der totale Geburtsgeber, der dann in der Mitte entsteht. Wenn du jetzt schon in Ansätzen folgen kannst, raubt es dir den Orden, glaub es mir, du kriegst einen Heuriker nach dem anderen. Wenn nicht, und wir können das Ganze natürlich spiegeln und dann werden wir wieder zu einer gewissen Vielheit, nämlich zu einer Gruppe. Wenn man das die Eingabe nämlich halt, ich muss den Tick Nummer 1 zurückgehen. So. Das ist jetzt der Gespiegelte, wir spiegeln den. Das sind jetzt erst einmal dieses Tick und jetzt spiegeln wir die Eingabe und jetzt kriegst du eine Gruppe. Aber da haben wir schon wieder den UB. Das ist der reisende UB, GR. Das ist einmal, ich erscheine dir jetzt fremd, obwohl ich eigentlich du bin. Wieso erscheine ich dir fremd? Weil du jetzt glaubst, wenn du an den Udo denkst, denkst du an einen anderen. Wo ist jetzt aber eigentlich der Unterschied, wenn du an den Udo denkst oder an dich denkst? Haben wir nicht festgestellt, der diese ausgetauschte Information anschaut, ist immer derselbe Geist? Du denkst jetzt an dich und du denkst an den Udo. Das Trügerische ist, dass wenn du an dich denkst, materialisierst du deinen Körper wieder, das Körpergefühl von dir und das macht dich blind. Dann gehst du nämlich in die vier Stufen der Vergessenheit.
durch diese sinnlich wahrgenommene Information. Wenn du voll bewusst bist, machst du keinen Unterschied mehr zwischen einer sinnlich wahrgenommenen Information und einem bewusst gedachten Gedanken. Es ist einfach nur eine vergängliche Information in dir. Ich könnte jetzt zum Volker zum Beispiel sagen, Volker, jetzt denk einmal, wo wir uns das erste Mal in Almener gesehen haben. Du denkst dir jetzt diesen Udo aus und du denkst den jungen Volker aus. Ist ja schon einige Jahre her. Ja. Da wird dir vollkommen klar, dass jetzt der junge Volker, den du jetzt denkst, und der junge Udo, den du dir denkst, beides einfach nur zwei verschiedene Formen von dir sind, zwei verschiedene Gedanken, die du jetzt denkst. Ja. Das ist aber doch jetzt auch nichts anderes, ob du jetzt an den Volker oder an den Udo denkst. Interessant ist, wenn du jetzt nicht glaubst, oder ich drücke es anders aus, wenn du jetzt aufgrund deines Glaubens glaubst, weder der Volker noch der Udo zu sein, dann ist dir klar, dass du dir die beiden ausdenkst. Das ist der fremd, sagst du mal, wirst du dir selber fremd erscheinen. Da haben wir schon den Ari in einem gewissen Maß. Aber das ist auch ein Reisender. Da haben wir jetzt übrigens, Reis ist ja immer der Kopf, der Spiegel. Der Spiegel sendet in einem gewissen Maß was aus. Denk jetzt wieder an den Spiegeltunnel. Mhm. Spiegel hüben, Spiegel drüben und dazwischen ruht ihm drüben ein Kristall, das Erdenwesen. Goethe übrigens. Goethe, alter Freund von mir. Meinst du, dass der Goethe, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas anders gedacht oder gesagt haben könnte, wie du dir denkst? Der Goethe, den ich mir denke, der hat das gesagt und getan, was ich ihn denken lasse. Das gilt für jeden Menschen, jeden Physiker, jeden Philosophen, den ich in meinem Kopf erschaffe. Der ist genauso, wie ich ihn erschaffe. So wie du als Autor, der einen Roman schreibt, eine Geschichte schreibt, was auch immer. Was auch immer. Es ist so, wie ich es denke. Und die Protagonisten und Antagonisten in meinem Traum machen das, was ich ihnen tun lasse. Weil ich Gott bin. Bist du schon ich? Das ist bei dir der Fall. Bloß du hast es vergessen, wer du bist. Es kann kein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du in dir denkst. Und wenn du dir jetzt Philosophen oder Physiker denkst, den Max Planck denkst, der kann nichts anderes angeblich entdeckt haben, wie du dir das denkst. Aber der Unterschied zwischen uns besteht darin, dass du geistlos irgendwas nachäffst, was du vom Hörensagen kennst, und ich es vollkommen bewusst in mir schöpfe. Du erschaffst es nur, weil du es nachäffst. Und ich schöpfe es aus mir, aus einem absoluten Nichts, das alles ist, ganz, ganz bewusst so, wie ich es habe. Und letztendlich ist dein Weg, dass du ich wirst, was du eigentlich schon bist. Du bist bloß ein Ich in der Vergessenheit. Und diese Vergessenheit führen wir jetzt wieder zurück in das absolute Bewusstsein. Das heißt also hier, diese Gruppe, da haben wir einen reisenden UB, das ist nochmal, darum ist es auch in einer einfachen Form ein Fremder, der sich in einem anderen Land in einer Gemeinschaft aufhält, im Sinne eines Reisenden. Ich bereise zurzeit als Brüssel UB deine Traumwelt. Aber nur dann, wenn du dir das jetzt denkst. Und dieser Reisende ist auch ein Spiegelsender. Das war jetzt eigentlich hier, ich muss das immer, wenn du dieser Sender, wir haben einen Empfänger, einen Rezeptor und einen Sender. Und jetzt denkst du, Spiegel hüben, Spiegel drüben, wir machen ein Lämpchen rein, du bist dieses kleine Licht und jetzt hast du vor dir viele Lichter in diesen Spiegeltunnel. Oder um dich herum, wenn wir sie in einen Tetraederspiegel reinstellen, in vier Spiegel. Ja. Du sendest diese anderen Lichter aus dir heraus. Du bist mein Sternwerferbeispiel. Du bist hier der Erste, der um sich herum kleine Sterne ausdenkt. Ich mache jetzt sehr plastisch diese ganze Symbolik im Hintergrund, diese Metaphern. Und irgendwann kann man auch spiegeln, wenn ich sage, des Kaisers neue Kleider, das Kleid, Karleid, das dich einhüllt, ist eine einzige große Lüge. Der Kaiser hat ja überhaupt nichts an. Das kann man natürlich spiegeln. Du wirst irgendwann merken, Karei, wie der Schöpfer Gott, der Kaiser ist ein absolutes Nichts. Das Einzige, was existiert, ist das Kleid. Das, was den Kaiser einhüllt, die 200 Gramm rote Gnede, der rote Kaiser, der Geist ist nichts. Das, was existiert, ist die Gedankenwellenwelt. Das, was dich einhüllt, existiert. Ja, was stimmt jetzt? Sind jetzt die Kleider Lüge oder sind die keine Lüge? Ich sage, Vier-Seiten-Ding. Wir sind wieder bei den vier Seiten. Wir können das alles austauschen. Wenn wir die vier haben, können wir die nochmal austauschen. Können wir acht draus machen. Schau, und darum hast du jetzt hier diese Gruppe. Wir haben diesen reisenden UB, das ist der blaue UB.
der im Abbasch eigentlich Gott ist, der nichts ist. Verborgene Wert 86, ich zeige es dir nochmal. Das ist UB, der gespiegelte Abbaschwert zu diesem Zahlenwert ist dann die 86. Das ist UB und das ist P. Dieses P als PH gelesen, das ist das hebräische Wort für hier. Der kann im Meer nur hier und jetzt in dir auftauchen. Jetzt immer dran denken, BE Quadrat 2 fehlen. Es fehlt, weil du dir es ausdenkst, obwohl es in dir drin ist. Der ist aber auch das absolute Ende, das ein Sub. Das Ende jeden Flusses, auch des Flusses der Zeit. Das ist, wenn Harvey Halle wieder in sich zusammenfällt, weil das Koll ist alles und ONG ist die Freude. Wir sind wieder, lass dich überraschen, was jetzt kommt. Dieses Koll ist alles. Die ganze Zeit, die Gesamtheit, alles. Das ist UB. Und ONG? Das ist der schöpferseiende Geist, das bewusste Gotteskind. Aber wir haben ja die Möglichkeit, eine Quelle zu setzen. ANG, das ist ja auch hier die 70. Mhm. Jetzt kriegst du die Freude und den Genuss. Muss ich jetzt nochmal zurückspringen hier zum Dopamin, zum Ilgub, zur Heiligkeit? Da schließt sich der Kreis. Denk dir, heilig rückwärts gelesen heißt Gilja. Das heißt die Freude Gottes. Jetzt schließt sich der Kreis, K-R-I-S. Wir sind immer noch bei dem Farbenspiel. Wir beginnen bei Rot, über die Farben Grün, Türkis, Blau, Welt wird Bubu und geht zurück ins Rot. Ein Spiel von drei Phasen, 1, 2, 3. Da müssen wir jetzt in die Holoarithmetik reinschauen und die drei Superprimzahlen anschauen, die ersten drei Superprimzahlen. Ja, ja. Und natürlich verborgener Wert bleibt wieder hier der Mensch UB. Und wir haben hier einen in der Mitte und Hüben 3 und Rüben 3. Jetzt schließt sich der Kreis. Das ist ein unfasslich gigantisches Werk und viele fangen jetzt an, viele Geistesfunken, die Holofeeling-Studien, die sagen, es ist göttlich. Es gibt nur ein allereinziges Wort. Gott kehrt zurück. Wir verzaubern diese Welt, die komplett entzaubert wurde, angeblich von den Wissenschaftlern. Diese schöne Zindade, wenn du vom Becher der Naturwissenschaft nippst, dann macht er dich trunken und er treibt dich in den Atheismus. Für was brauchen wir noch einen Gott? Aber wenn du den Becher leer getrunken hast, wenn du wirklich alle Wissensgebiete durchstudiert hast und auch Fragen stellst, nicht nur geistlos nachäffst, dann lacht dir am Boden, am absoluten Boden des Bechers wieder Gott entgegen. Ja. Dann bist du wieder bei Holofeeling im Abyssus angelangt. Stimmt oder stimmt? Wir haben nur diese zwei Buchstaben ein bisschen genauer angeschaut. Was da in den abtrünnigen Ich, diese zwei Ichs, wie die sich spiegeln. Hier. Ja. Da wird jetzt hier das Farbspektrum. Da muss man, du hast alle Zeit der Welt. Das ist die Frage, wie viel Zeit verschwendest du mit geistlosen Blödsinn? Das ist eine Frage der Reife. Das ist immer, wenn ein Kind gern mit einem Schnuller spielt, mit einem Nuggi spielt, ist es voll okay. Wenn es in die Windel macht, ist es okay. Dann fängt es zum Krabbeln an. Es ist natürlich, es tut weh, wenn du Ego in dir hast. Dann kriegst du Schmerzen, wenn du meinst, du wüsstest, was du bist, einfach nur ein arroganter Rechthaber. Du magst hochdotiert Professor sein, Chefarzt sein. Du wirst jetzt akzeptieren müssen, solange du Angst hast, irgendwas zu verlieren, bist du noch ein vollkommen geistiger Hosenscheißer in Bezug auf wirklichen Geist. Du hast noch sehr, sehr viel zu lernen, vor allem das Loslassen. Das Loslassen von deiner Arroganz. Das Loslassen von deinen einseitigen Sichtweisen. Die absolute Toleranz und Demut, dass jeder, der in dir auftaucht, genauso recht hat wie du. Dass du aufhörst, diese Widersprüche zu bekämpfen, sondern in dich zu integrieren, dir diese anderen Sichtweisen zu eigen zu machen. Das ist der Sinn des Lebens. Und dann kommen wir jetzt zu diesen Nachtfarben. Da haben wir zuerst einmal die weibliche Eins ist die Acht, die Existenz in der weiblichen Eins, was das hat. Die unvollkommene Schöpfung ist definitiv in Schrecken versetzt werden, das hebräische Chete. Und das ist jetzt die Rot-Blau-Farbe. Das sind auch Lila, habe ich gerade gehabt, dieses Lila. Dieses Likaf heißt deine Nacht. Und diese Facetten sind deine Lieder. Darum habe ich immer, früher hat man sich so lustig gemacht für die arroganten Menschen, wenn ich immer die kleinen Liedchen einspiele in den Updates. Bis du begreifst, dass die Welt durch jeden Text, egal was es ist, zu dir spricht. Du musst bloß die Vordersprache ansetzen. Dass da überhaupt keinen Zufall gibt.
auch dein Corona, dass die Menschen so sind, wie sie sind, dass deine Politiker zurzeit so sind, wie du sie dir ausdenkst. Du musst nur wissen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Du lebst in deiner eigenen Welt, deiner Interpretationen. Interpretationen. Du hast deine eigene Welt, die du mit deiner Logik aufbaust, die extrem fehlerhaft ist. Und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, ist schuld, dass er von dir so gedacht wird, wie du in dir denkst, im Positiven wie im Negativen. Und solange du ständig dir nach eigener Definition böse Menschen oder lügende Menschen ausdenkst und dich extrem schlecht fühlst, weil du dich über diese Menschen aufregst, die können nichts dafür, dass du sie so denkst. Du bist der kleingeistige Honoxe. Ich mache jetzt da so dieses Eck. Kann man auch positiv sehen. Weil du denkst dir böse Menschen aus und regst dich morgenlos drüber auf, lass es doch einfach. Aber als träumender Geist kannst du es dir halt noch nicht raussuchen. Und jetzt kommt der alte Trick mit meiner Führerscheinprüfung. In der Theorie haben wir nicht ausgemacht, wenn du in einer theoretischen Führerscheinprüfung bist, jetzt als Brösel, und du schaust die erste Frage an und du siehst sofort, was du ankreuzen musst, was richtig ist zum Ankreuzen, dann freust du dich. Und ich sage jetzt, ich nenne das einmal einen Fehler. Was machst du, wenn irgendwas auftaucht in dir, was du schlecht empfindest, was du fehlerhaft oder böse empfindest? Du regst dich gottlos drüber auf. Und ich sage, du müsstest das jetzt bloß ankreuzen, weil du sagst, jetzt habe ich begriffen, was er will. Er will, dass ich drüber lächle, dass ich erkenne, das ist ein Blödsinn, das brauchen wir eigentlich. Das legen wir wieder in das heilige Ganze an. Wir brauchen zwar das Puzzlestückchen, aber nicht ausgedachterweise als irgendwas Wichtiges. Es ist wie ich dick. In der Einheit, im Zentrum, weil es ein kleines Putzel, ein ausgestreuter Schatten aus dieser heiligen Einheit ist, die wir aber genau genommen nicht herausgenommen haben. Ich wiederhole immer dieselben Bilder. Wir holen auch auf dem Bildschirm die Bilder nicht aus der Datei. Die werden herausgespiegelt. Und dann kommst du in diese Nacht, wo du in Schrecken versetzt wirst. Das ist also eine schöne, tiefe Symbolik. Da kann man jetzt zwei Spiegel oder zwei verschiedene Ichs machen. Wir haben natürlich auch zwei blaue Ichs. Und jetzt kommen wir hier in die Bibelverse rein. Das muss ich auch ganz kurz etwas ansprechen. Das ist jetzt der Text, da ist es sehr ratsam, wenn man reinfährt. Da sind immer nur diese Wörter nacheinander kurz erklärt. Das wird viel, viel schichtiger, wenn man das im Denach selber macht. Das ist jetzt hier die einfachste Darstellungsform. Kriegen wir jetzt das Magenta. Ich wollte eine Stelle noch ganz kurz, um dir das zu zeigen. Das ist natürlich hier der Schlüssel aller Schlüssel. Da ist unendlich viel drin, wenn man dies nimmt, die Spiegelungen von der 43 zu 34, da kriegst du dann auch das Christuszeichen und irgendwann wirst du sagen, so viele Zufälle gibt es überhaupt nicht. Ich zitiere jetzt einmal einen Professor, ohne einen Namen zu nennen, der die Ehre hatte, viele, viele Stunden mit mir zu verbringen und der hat dann sehr, sehr schnell mitbekommen, dass er sagt, dieser Mensch ist eine unendliche Quelle für Inspiration und er muss über weit mehr wie nur über ein enzyklopädisches Wissen verfügen. Wenn ich sage, ich weiß alles, dann ist es so, weil ich der bin, der ich bin. Und das ist mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo Petscher. Ich bin wesentlich mehr Elayom, du selbst, den ich das jetzt erkläre, wie irgendein Gedanke von uns. Weil du denkst dir das doch aus. Und da kann ich immer wieder nur sagen, dass die Figur Udo Petscher, die du dir jetzt denkst, einfach nur ein Antagonist in deinem Traum ist, den ich dir jetzt träumen lasse. Das heißt, ich steige jetzt in deine Traumwelt hinab, um dir Geistes zu erklären. Ich erkläre es nicht dir, Trockennasenaffe, sondern dir Geist, der du dir die ganzen Affen ausdenkst, inklusive dich selbst als Affe. Und das solltest du irgendwann einmal sein lassen. Du darfst es natürlich immer noch machen, im Mehr noch ruhend machen, im Hier und Jetzt, in einem ständigen Wechsel, aber bewusst, das ist jetzt dann, was du zu einem Schauspieler von der Bühne, so wie du, Udo. Ich glaube, das lassen wir jetzt, da kannst du ja mal runterfahren. Folge ist noch am Arbeiten, das ist jetzt dieses Symbol, dieser zweite Dreiederspiegel, das ist diese vorhergehende Zeigung, das ist der Magen David. Es ist übrigens nicht nur, dass ich das jetzt verschmelze mit den jüdisch-christlichen, muslimischen Glauben. Ich kann das auch über Sanskrit in den ganzen asiatischen Glaubenslehren erweitern, in den chinesischen. Da gilt dasselbe System, es ist nur komplett andere Betriebssysteme. Nicht besser, nicht schlechter, sondern nur zuerst einmal anders. Da haben wir wieder den Magen David. Magentafarben ist der Magen David.
Marken heißt eigentlich Schild. Das ist die klassische Form vom Davidstern. Den nennt man den Magen David. Aber dieses Mag haben wir zuerst einmal den Magier. Und das N am Ende ist Besitzanzeichen, das führt ihr in Bezug auf Frauen, das heißt ihr Magier. Den logische Systeme ausdenken, auch der Beschützer, das heißt Schild. Und Schild wieder heißt der Logos des Kindes, Shin Illet. Illet ist das Kind, das Gotteskind. Und so verschmelzen halt diese ganzen symbolischen Systeme. Da haben wir den Adam nochmal, den Purpur. Da wirst du jetzt merken, wir kommen jetzt in die Wurzelbegriffe, immer dran denken, sobald der Wurzel da ist, kannst du I0 setzen, weil das alles in dem absoluten Nullpunkt zusammenfällt. Wir lassen alles, wie es ist. Wir verändern nicht das Geringste an bestehenden Schriften, wir machen das nur komplexer. Wir fügen was hinzu, dass wir dann das komplett hinzufügen, nicht, dass wir das Bestehende verändern, sondern was vollkommen Neues wird hinzugefügt. Das ist der Unterschied. Ich sage, wenn ein Puzzlestück, wenn du nimmst, du darfst an einem Puzzlestück nichts verändern. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen, das herausgespiegelt wird. Und du darfst da weder was hinzufügen noch weglassen oder das ganz wegwerfen, weil es muss so bleiben, dass es im Heiligen Ganzen heilig bleibt. Aber da du momentan deine Datei ja schon sehr unvollkommen ist, die du im Arbeitsspeicher hast, die ist ja auch wieder nur ein Puzzlestück einer Facette aus dem, was du auf der Festplatte hast. Und deine Festplatte ist wiederum ein Puzzlestück aus dem gesamten Internet-Kontinuum. Das ist das Spiel. Wenn ich sage, wir fügen was hinzu, zu dem H machen wir andere Buchstaben, A, U, S. Und dann kriegst du ein Wort. Da habe ich an dem H nichts verändert, an dem Puzzlestück. Das ist jetzt symbolisch schon ein riesengroßer Komplexes. Und du solltest, ein Tipp, nur ein Vorschlag, immer, so schnell wie möglich, immer Cut sorgen. Sobald du abstürzt, sobald du eine feine Antenne kriegst, dass du dich über irgendwas aufregst, dass du dich ärgerst oder vor allem, dass du wieder Angst hast, was zu verlieren, dass dir selber was passiert. Sag Cut und schau, was ist jetzt da? Was bin ich und was sind meine Gedanken? Das ist die beste Medizin, die du überhaupt einnehmen kannst. Cut, was ist jetzt da? Sinnlich wahrgenommene Information, gedachte Information, die ändert sich natürlich im Moment jetzt. Was bin ich selbst, was verändert sich dabei an mir? Nichts. Dann kriegst du immer mehr mit, dass du was bist, was gar nicht existieren kann. Und dann wird dir deine Ewigkeit bewusst und dann wird sich schlagartig deine Interessen verändern, weil du deinen Fokus veränderst, sobald du gewisse Internetseiten nicht mehr aufmachst. Kriegst du andere Internetseiten zu sehen. Wohlgemerkt, ich rede jetzt symbolisch. In dir kriegst du andere Seiten zu sehen aus dem Heiligen Ganzen. Das ist immer die Buchmetapher. Du springst in komplett andere Bücher rein. Und da hast du hier, ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke und dann wird er stecken zu einem Bogen. Die Sprache ist eine arithmetische Symphonie. Ein zusammengeschnittener Klang, darum sind es ja in der Regel zuerst einmal alles Konsonanten. Konsonanten sind nur Nacklaute, Punkte, die wir setzen. Und wir dehnen das mit unseren Vokalen. Wir ziehen das rein in eine imaginäre Länge mit unseren Vokalen. Und das Ganze, wenn du das kleine Bild unten anschaust, fangen wir an hier, wie in der Quantenmechanik, wenn du jetzt feststellst, wenn wir den Quantencomputer kriegen, da haben wir zuerst eine Plus- und eine Minushälfte, aber die obere und die untere Hälfte, die werden jetzt sehr vage. Übrigens wirst du da auch dieses 1:2 Verhältnis finden, dieses 2/3 bzw. 3/3 Verhältnis, das du im Farbenspiel hast zwischen den Rot, Grün, Blau, in den Wahrscheinlichkeiten, wie das umkippt. Auch der Quantencomputer in dieser klassischen Logik der Quantenbits hat sehr, sehr viel zu tun mit diesem Farbenspiel. Und das wäre jetzt viel zu komplex und würde sehr, sehr viel, zuerst einmal geistlos nachgeäfftes Grundwissen voraussetzen. Ich sage immer wieder, alles, was du in der Universität zum Beispiel, wenn du studiert hast, gelernt hast, sind Puzzlestückchen. Aber was man dir erklärt hat, was das bedeutet, die Erklärungsmodelle sind vollkommen trügerisch. Wir lassen die Grundlagen gleich und das Trügerische entfernen wir, die Fehler vervollkommnen wir. Und dann wirst du feststellen, wie das alles lückenlos zusammenpasst. Auch die kleinen Symbolik hier, dass die Dürtels plötzlich hier diese auftauchen, gibt es Kinofilme dazu. Ein kleiner Rode, der sich hier aufspannt. In dem Regenbogen, Kaschak. Jetzt haben wir, das wollte ich noch kurz sagen, dieses Prisma ist genau genommen hier, was man auch ein Katzenauge nennt.
Und da sind wir auch in einem Selbstgespräch darauf eingegangen, wenn wir hier eine Kugel, eine Halbkugel nehmen und wir machen die innen verspiegelt, wirkt die genauso wie ein Raumecke, wenn das drei Spiegel sind in einer Ecke. Ich gehe mal so, wie ich meinen Folger kenne, wenn er auf mich gehört hat, wird es dann irgendwann eh kommen. Das ist eine alte Geschichte hier aus Weißenburg, Anfang der 80er Jahre. Da verstehen Insider den Witz. So, da wollte ich eigentlich nur ganz kurz hin. Und dann lassen wir es wirklich gut sein. Wenn du jetzt da reingehst, das ist jetzt so Kleinigkeiten, wir gehen nochmal runter. Das ist 2 Samuel 19, Kapitel 19. Da beginnt diese Erklärungsmodell, der Originaltext bei Vers 8. Und wir gehen nochmal hier bis Vers 22, glaube ich, ist es. Alles Volk. Jawohl, den habe ich hier schon aufgemacht. Das hatte ich jetzt immer, ich versuche einen Geist neugierig zu machen und einen, der sich schon lange damit beschäftigt, nicht so arg zu langweilen. Wenn wir hier das reinmachen, Aber, das ist einmal der Vater Gott, der erweckt was. Und jetzt kommt hier ein Eigenname, der schreibt sich hier Abishai. Das ist das hebräische Wort dafür. Wenn wir das jetzt hier aufschlagen, das ist jetzt hier gleich das zweite Wort Abishai. In dieser Darstellungsform steht hier nur Abishai, die Schöpfung in mir ist ein Geschenk. Wieso? Blau gelesene Schöpfung, Bi heißt in mir, Shi heißt Geschenk. Das schauen wir uns jetzt einmal im Original an und da wird nur diese klassische... Schaut, das ist hier dieses Wort. Das ist genau jetzt dieser Text und da heißt es: Und Abishai, der Sohn von Zeruja, antwortete und sprach, sollt nicht Simonai, bla bla bla, diese Eigennamen sind wichtig. Und da steht jetzt hier in der klassischen Übersetzung nur Abishai. Und hier in dieser Art und Weise ist es folgendermaßen gelesen, wir ziehen das Bi raus, dann heißt es in mir, für mich, in mir, bitte, das Ansprechen, meine Polarität. Abi aber für sich allein gelesen, das ist jetzt die Schöpfung in mir ist ein Geschenk, weil Shi ist das Geschenk. Du musst alle Möglichkeiten durchspielen. Jetzt ist aber Abi allein heißt mein Vater. Das ist jetzt das mein Vater, mein Erzeuger, wohl an. Lasse mich, bringe mich herbei, bringe mich hinein in diese Schöpfung. Es ist ein Geschenk, dass du was träumen darfst. Mein Vater schenkt mir etwas. Und das ist blau gelesen, ein logischer Intellekt. Das ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist ein neues Buch, ein neues Leben, das du durchleben darfst. Wir können natürlich das Bisch nehmen und dann wirst du feststellen, als Einzelradix gibt es das eigentlich gar nicht. In mir ist eine Logik. Das ist nämlich dieses Wort schlecht. Das kommt eine Unterform vom Busch. Jetzt ist natürlich sofort, sobald du böse und schamhaft siehst, bist du schon wieder voll negativ. Weil du einseitig bist. Das sind Worte. Es sind Worte, wo du sofort nur blau oder nur rot lesen tust, obwohl du das immer umdrehen kannst. Wellenbalg und Wellental. Denk an die zwei Seiten. Da ist zum Beispiel schlecht, da heißt es zum Beispiel Shin-El. Das logische Licht erscheint mir vollkommen echt. Böse ist Bewaff. Das heißt in ihm und See, 305 gelesen heißt, in ihm ist das Lamm. Dieses Lamm der Apokalypse, der Johannes-Offenbarung. Das ist böse, wenn ich das hebräisiere. Scham als Schem ausgesprochen aus der Name. Auch dort ist deine Haft Busch. Und diese Grundradix, wenn du spielst, muss man immer wieder dieses klassische Spiel machen, dass du hier, jetzt hast du mal die 3 ein H davor, dann ein I dazwischen, bei einer 2er-Radix ein Waff dazwischen und dann bläht sich das auf und du wirst feststellen, du kommst nie aus dem Kontext heraus. Das hast du in einem Vater, das beginnt, hast du mal wegen, weil, weswegen. Er ist antwortete, er beantwortete, er offenbarte. Mein Vater bringt mir ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist eine polare Existenz. Das heißt, ich werde zu einem Sohn. Jetzt kommt dieser Eigenname. Nur Eigenname sehe ich schon sofort. Das heißt, Zur heißt zu Form werden. Es ist sein zu Form werden Gottes. Ich bin doch du. Es ist das zu Form werden Gottes. Das ist natürlich als Radix gelesen, das Zur ganz normal ist zu Form werden. Die Form,
Der Scharfe, der Kiesel, der Fels haben wir gesagt, du wirst fest, du kriegst jetzt einen Körper und dann hast es, ich kann jetzt auch sagen, du bist eine Form und Gott, Kurzform von Gott und Gott. Du bist Gott, Denker und ausgedachte Form in einem. Das ist dieser Name. Und das passiert, weil mein Vater mir ein Geschenk gibt, nämlich eine polare Existenz. Ein Ben ist der Adam. Das Adam ist Denker und Ausgedachtes. Dann kann ich Form sein und Gott in einem einzigen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt kommt jetzt hier und antwortet und sprach dieses und er sprach. Da kriegst du jetzt hier eine ganz interessante Sache anstelle anstatt, das heißt eigentlich diese Radix DJ, die heißt unter. Ein unterhalb und dann kriegst du dein unterhalb und dein überhalb, unterhalb und überhalb ist innerhalb und außerhalb. Und jetzt lasse ich es gut sein. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Schon das Wort macht es einen Sinn, einen Sinus. Das ist in der Physik, die Radix macht es einen Sinn. Jetzt weiß ich aber, wenn wir das lateinische Wort Sinn nehmen, dass du dieses Wort Sinn im Lateinischen, muss ich nochmal reinspringen, ich habe es zwar zigfach gezeigt, dass unser Sinn im Lateinischen, das habe ich verkehrt angelegt, die habe ich verschoben. Jetzt weiß ich, was passiert ist, wieso hat sich der verschoben? So. Das ist so wichtig, dass du das, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Wir wissen, vorher gibt es nicht. Wellenberg und Wellental, ich schaue das kleine Bild, dort kommen nicht chronologisch nacheinander, sondern die waren gleichzeitig aufgespannt und wir schauen bloß eine Hälfte an, weil wir uns ja in die Anoki, in das rote Ich reingedreht haben. Anoki in das aufgerichtete, Transversale. Und darum ist auch, du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, da du jeden Gedanken, den du denkst, jetzt denkst, passiert das, was bei Lichtgeschwindigkeit passiert, dass du jeden neuen Gedanken, der taucht jetzt auf und zerstört auch jetzt den bestehenden Gedanken. Wir formen die Gnidium. Wenn aber alles jetzt passiert, muss es zwangsläufig sich mit Lichtgeschwindigkeit austauschen, weil dann in alles in einem einzigen Punkt zusammenfällt und diese Punkte nennen wir hier. Interessant ist, wir haben doch gerade unser Heiligkap, das rückwärts gelesen, Gil Ja heißt. Das heißt die Freude Gottes. Dasselbe haben wir aber auch mit dem Hier. Weil dieses Hier, wenn ich dieses. Ach. Schau mal. HIER. Hier. Rückwärts gelesen heißt es das Sehen. Eine Eheexistenz. Die Sehen, die Wahrnehmen sind immer hier. Ich lese jetzt hier das normal von links nach rechts. HIER. Von rechts nach links gelesen heißt es, der Kopf des Schöpfergottes macht Wahrnehmungen. Es ist eine Reihe. Es ist dieser Spiegeltunnel, den du vor dich hinstellst. Wir können das natürlich umstellen, dann kriegst du jetzt Reihe oder hier und jetzt kriegst du hier den Strom, einen Fluss. Aber dieser Fluss heißt nicht, dass der sich von A nach B bewegt. Ich kann auch sagen, einen Stollen. Du denkst, du schaust jetzt deinen Spiegeltunnel, wo du reinschaust, ist ein Stollen. Ein bewusster Geist wird sich niemals Sorgen um morgen machen, denn was von ihm bewusst wahrgenommene Leben strömt aus ihm selbst in einer transversalen Richtung mit Lichtgeschwindigkeit. Und es hat keinen Anfang und kein Ende. Kann man ganz normal abkürzen, indem ich zu dir sage, wann hast du zum Denken angefangen? Da gibt es nur eine einzige Antwort. Was ist das für eine dumme Frage? Ich kann doch bloß jetzt denken. Jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Und wenn du ihn denkst, denken. Geöffnete Existenz heißt Urteilen und Ken heißt Fundament. F unter wieder die Wellen. Menior sind etwas, was ich mir überlege und Lüge verbreite. So viel zum Thema Farbenspiel. Und wenn ich jetzt immer wieder betone, ich mache aus jedem einzelnen Wort erst einmal ein 400-Seiten-Buch. Und wenn man die Komplexität hat, wirst du feststellen, dass man das lückenlos ineinander schieben kann. Das muss dir keine Angst machen. Das ist immer wieder, geh doch in eine Matrix, in eine Gebärmutter, einer Trockennasenäffin rein und versuch dann den, ich sag mal, den Embryo oder den Fetus im neunten Schwangerschaftsmonat, der vor der Geburt steht, zu erklären, wie die Welt aussieht, in die er hineingeboren wird, wenn er aus der Matrix rausgeht und dann abgenabelt wird. Und ich bin jetzt in deiner Matrix, ich bin in deiner Welt. Also das versuche ich erst gar nicht.
Ich versuche dich neugierig zu machen auf das, was du bist, was du jetzt schon bist und was du noch alles erleben darfst, wenn du jetzt hast du mal diese Matrix, diese extrem primitive Trockenhausenaffen-Matrix verlässt. Und das ist dann der Fall in dem Moment, wo du erkennst, was du in Wirklichkeit bist. Du bist ein erstes Licht, du bist ein Erster. Auch wenn du noch ein peripherer Erster bist. Noch nicht der absolut Erste, das bin ich, Ubi. Aber der bist du trotzdem schon, weil das rote Ich ist eine Facette von dem Ich, Ubi. Aber noch in einer speziellen, eigenen Matrix erschaffenen Traumwelt. Und je nachdem, wenn man die Möglichkeiten hat, wie ein Folger, der jetzt seit Jahren nichts anderes macht, wie Offenbarungen zu studieren und seine kleinen Wunder hat, du weißt, deine eigene Schrift über dich, wie du in Almena aufgetaucht bist, mit deiner Internetseite auf dem Redo seiner Seite, wo du der 144.000. Klick bist und lauter so Zeug, wo du feststellst, hey, ich bin ja der 144.000. Besucher, da ahnst du dann schon, da gibt es keine Zufälle. Ich suche mir die raus, die ich brauche. Meine Schreibstifte, ob das der Folge ist, ob das der Redo ist, ob das die Diana ist. Und ganz wichtig für dich, Geist, du hörst jetzt Namen und du denkst dir Affen aus. Du bist viel mächtiger als diese Menschen, die du dir ausdenkst. Solltest du die in deinem Traum materialisieren, was du feststellst, das sind ganz unscheinbare Menschen, blaue Menschen, ganz unscheinbare Brösel, die in keinem Größenwahn leben, die nicht irgendwelche andere von irgendwas überzeugen wollen, die schon lange aufgehört haben, irgendwelche von ihnen ausgedachte Affen retten zu wollen. Du rettest alle Menschen, du rettest die ganze Menschheit, wenn du wach wirst. Die fallen dann nämlich alle in dich hinein, eigentlich schon genau genommen in dem Moment, wo du sie nicht denkst. Und alles, was du dir nicht ausdenkst, ist in einer absoluten Heiligkeit. Wie geht's eigentlich Negerkindern, wenn du sie nicht denkst? Wie geht's Hühnern, wenn du sie nicht denkst? Wie geht's ihnen, wenn du sie dir ausdenkst? Dann geht's ihnen so, wie du dir das denkst. So viel zum Thema Naturschutz und Umweltschützer. Den Gutmenschen ist gar nicht bewusst, dass die permanent das Leid in der Welt erschaffen, indem sie meinen, sie müssen das, was sie sich selber ausdenken, retten. Das sind die zwei Seiten. Du musst dir jetzt erst einmal leidendes Getier ausdenken, dass dann irgendwas da ist, wo du in dem Wahn lebst und meinst, du könntest es retten, indem du irgendwas bekämpfst oder irgendwas nicht haben willst oder abschaffst. Das ist eine unendliche Schizophrenie. Du kannst die leidenden Tierchen jetzt auch irgendwelche kranken Trockennasenaffen nennen, die du retten willst, die als Gedanke von dir, als Ding an sich das überhaupt nicht mitkriegen. Nichts und niemand, kein Mensch, den du dir denkst, kein Lebewesen, kriegt das mit, was du denkst. Das kriegst bloß du mit. Ich sage nochmal, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Wenn du Kopfschmerzen hast, der Kopf, den du dir jetzt um dich herum ausdenkst, der hat keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen. Der große Trugschluss des Wortes Empathie. Sympathie heißt wortwörtlich mitleiden. Apathie heißt nicht leiden und Empathie heißt nicht Mitgefühl. Ein kleiner Fehler. Ich mache immer wieder so eine Sache. Du suchst eine Internetseite, du tippst die ein und du machst jetzt statt .de oder .com machst du .com und du wirst die Seite nicht erreichen. Die kleinste winzige Kleinigkeit zerstört das Komplette im Hintergrund, wenn du was veränderst. Du hast jetzt auch an deiner Traumwelt nichts zu verändern. Du hast zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und es muss keiner leiden. Also wie unendlich geistlos bist du, dass du dir leidende Lebewesen ausdenkst, auch Flüchtlinge, und meinst, die retten zu müssen, die Gedanken, die du denkst, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du erlebst nur deine eigenen Informationen, die von dir selbst, in dir selbst erschaffen werden, wo jeder einzelne Gedanke, jede einzelne Information, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ein bewusster oder unbewusster Gedanke von dir. Du bist der Einzige, der das sieht und bewertet mit deiner jetzigen Logik. Das ist der Quantensprung in eine vollkommen neue Logik. Den Rest mache ich für dich, wenn du mir jetzt vertraust. Du musst übrigens nichts, absolut nichts glauben, was du nicht sofort auf der Stelle überprüfen könntest. So, und jetzt bring mir irgendeinen anderen Glauben deiner jetzt ausgedachten Welt, irgendein Denksystem. Ich sage nochmal 99,99 Bündchen von dem, was die jetzt von dir ausgedachten Wahnsinnigen bis dato als hundertprozentig sicher angesehen haben, egal in welchem Glaubensgefängnis du drin sitzt. Kann
derjenige, der das glaubt, nicht einmal überprüfen, wenn er wollte. Es sind reine, blind nachgeäffte Dogmen, von denen er nicht loslassen will. Und dann schießt es ihm gescheit recht, dass er leidet. Ich sage zu ihm, lass los von dem elektrischen Weidezaun. Und du sagst, ich kann doch nicht, ich brauche das doch. Ich brauche doch ein Geld. Weil du noch nicht erkannt hast, dass das Geld eine Sau ist. Es hat der Menschheit, die du dir ausdenkst, jegliche Form von Geistigkeit aus den Gehirnzellen herausgeblasen. Und die panische Angst, den Körper verlieren zu können. Und da kann der Bruder tausende und abertausende Male sagen, begreif doch, du Geist, wenn du dein Leben jetzt dir ganz grob vorstellst, vom Säugling bis zum Greis, dass diese Körper gar nicht da sind, dass sie am Leben erhalten werden. Dass die einer ständigen Verwandlung unterliegen. Und dass du nie was verlierst, wenn es sich in dir auflöst, sondern du kriegst die Welle zurück, putsch, und dann kann man neu aufbauen. Und wenn du das jetzt immer wieder wiederholst, wird es immer klarer werden und dann kommst du in einen apathischen Zustand, in einen nicht leidenden Zustand und dann kommt das nächste Problem, dass die Verwandlung, der Sprung auf die höhere Ebene dir fast nicht schnell genug geht, dass du eine andere Form von Unzufriedenheit in dir aufbaust. Ich will ja weg, ich habe die Schnauze voll. Du machst schon wieder andere Probleme, wo du dich darüber aufregst. Du musst in eine vollkommene Gleichgültigkeit kommen und das ist dann der Fall, wenn du einfach nur schaust und dann werden auch deine ganzen Gurus und all das ganze Zeug bleiben Gedanken. Selbst ein ausgedachter, von dir ausgedachter Gott ist einfach nur eine Vorstellung, die du jetzt aufbaust, die wieder weg ist, wenn du nicht denkst. Übrigens sofort überprüfbar, wenn du jetzt der Geist bist, der sich das anhört. Und wenn du das jetzt sprechen hörst, dann sage ich immer wieder, ich verspreche dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du diese einfache, kindlich einfache Erkenntnis für dich als die einzig hundertprozentig sichere eigene Tatsache. Weil das, was du jetzt hörst, denkst du dir nämlich aus. Also glaub nicht, dass der Lautsprecher, den du die ganze Zeit hörst, der übrigens jetzt wieder existiert, weil du an einen Lautsprecher denkst, also kannst du den Lautsprecher gar nicht zugehört haben. Das muss ja irgendwo anders herkommen. Diese Schallwellen, die jetzt dort durch den Raum gehen, oder das Licht, das die Lämpchen auf dem Monitor ausstrahlen, zu deinem Auge hin. Mach hier einen Cut vor der Brille, Schluss. Alles wird aus dem Innersten angesteuert. Und du bist der Einzige, der es erlebt, das ist die Empathie. Das Empathie, das Leid bleibt gleich. Ich habe das sowas gesagt. In jedem Wörterbuch wirst du Mitgefühl. Es macht keinen Sinn, mit irgendwann Gedanken was mitzufühlen oder mitzuleiden, der es als Ding an sich ja gar nicht mitkriegt, dass du dir das denkst. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Zahnschmerzen, ich habe halt den ganzen Tag schon so Zahnschmerzen. Meinst du, der Gedanke Udo oder das Pixelmännchen kann Zahnschmerzen haben? Empathie kommt von Emos und Emos heißt mein. Empathie heißt mein Leid. Du bist der Einzige, der leiden kann. Du bist der Einzige, der was empfinden kann. Du Geist, du Gotteskind. Und es wird sich komplett verändern, wenn du aufhörst, dir ein Bild von dir selbst zu machen. Einfach, dass du mal das erste Gebot hast. Was übrigens jetzt sehr interessant war, wenn wir diese kleine Stelle uns einmal ganz intensiv in den Original anschauen und das dann einmal jedes Wort aufzoomen, und dann geht dir das Herz auf, was du sagst, ja, wie genial ist das? Und ich sage, nee, das ist nicht genial, das ist göttlich. Genial. Das Genie ist Gott. Das ist der Schöpfergott. Das ist das eigentliche Genie und du bist ein Gotteskind. So, jetzt lassen wir es gut sein. Wir haben den Bogen jetzt etwas überzogen. Ja. Spielen wir noch eine Runde. Übrigens ursprünglich, um das abzuschließen, dieses Gespräch war gar nicht als Selbstgespräch gedacht, sondern rein eine kleine Erklärung jetzt, dass der Volker das gar fertig macht. Er macht ja im Hintergrund die ganzen Zeichnungen, wo du siehst, er arbeitet. Volker Harnisch, dieser Brösel, den du dir jetzt ausdenkst, der hat schon lange aufgehört, an Gott zu glauben, er arbeitet für ihn. Das ist eine Marietti, der ich das tun lasse, weil er sich einfach hingibt. Das ist wie alle Großen, die dann wirklich in sich Gotterkenntnis bekommen und dann wirst du vielleicht wieder in deiner jetzigen Rolle als ein Niemand sagen, ja, was soll ich machen? Ich sage, du hast gar nichts zu machen. Du spitzt deine Rolle ganz normal weiter und bemühst dich, möglichst oft Cut zu sorgen, was ist jetzt eigentlich da und dir bewusst zu machen, wie du ständig interpretierst und an allen möglichen rumnörgelst vor irgendwelchen Gedanken, die du selber denkst, Angst hast. Das musst du abstellen. Das ist das Einzige. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemanden mehr Angst zu haben. Das ist das Einzige, was du zu lernen hast. Keine hebräischen Zeichen. Wenn du Spaß dran hast, ist es in Ordnung. Und
auch hier, du kannst nirgends eintreten und austreten. Das ist, wer einfach zuerst einmal zu dem, was du bist, zu einem bewussten Menschen, der eine Rolle spielt. Gut? Also spinn noch eine kleine Runde Menschlein, und die Zeit läuft dir nicht davon, auch wenn ich immer wieder sage, es wird hier in naher Zukunft gar nichts passieren. Alles, was passiert, passiert jetzt. Es sind nur Adressen. Entscheidende Wendepunkte, wo man sehr, sehr viel verändern kann in seinem eigenen Dasein oder auch nicht. Und das kann dann bis im Extremfall, kann das 1000 Jahre sind wie ein Dach und ein Dach sind wie 1000 Jahre. Das sind die unverbesserlichen Geister. Und die Menschen, die mir uns denken, die kriegen es gar nicht mit, weil Gedanken gar nichts mitkriegen. Es muss schon Geist da sein.